So, jetzt haben wir es. Hi zusammen. Uiuiuiuiui. Na, wie geht's euch? Hi zusammen. Hi Lukas Schuster. Das ist überhaupt kein Problem, dass du zum ersten Mal eine Benachrichtigung kriegst oder zumindest kein schlimmes. Denn ich habe gestern tatsächlich so ziemlich zum ersten Mal überhaupt auf YouTube gestreamt. Zumindest seit sehr, sehr langer Zeit. Und werde ich jetzt wahrscheinlich auch öfter machen, da Twitch ja eben jetzt erlaubt, dass man parallel auf mehreren Plattformen streamt. Das war ja vorher nicht möglich. Deswegen ist das gar nicht so verwunderlich. Joa. Hi Shayuna, wie geht's? Und hallo Vampire Girl David und alle anderen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Zu Alone in the Dark. Wir sehen schon ein paar Screenshots im Hintergrund. Ein Spiel von 1992, ein relativ frühes 3D-Spiel, kann man sagen, das eben schon vielleicht so ziemlich das erste Spiel ist, das man als Survival-Horror-Spiel bezeichnen kann und dessen feststehende Kamera eben und vorgerenderte Hintergründe eben eine große Inspiration für Resident Evil war. Und da wir, während ich Resident Evil 1 durchgespielt habe, die jeweiligen Bonusziele erreicht habe, schauen wir uns das jetzt mal heute in dem Stream an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, das wird interessant und cool. Wir haben übrigens auch jetzt, während quasi Resident Evil 2 läuft, extra Bonis für Resident Evil 2. Wie ihr über mir sehen könnt, fehlen noch ein paar Follower auf dem Twitch-Kanal. Dann kriegen wir einen Resident Evil 2 Bonus, der inhaltlich auch zu Resident Evil 2 passt. Und wenn wir noch, es fehlt nur noch, jetzt schon, nur noch ein Sub, dann haben wir auch das Sub-Ziel erreicht für den zweiten Bonus Resident Evil. Ich kann sagen, der Bonus für den einen Sub wird ziemlich umfangreich und cool. Dafür wird der Bonus für die 3000 oder wie viel sind es? 2800 Follower da oben? Es ist so klein, ich kann es selber nicht lesen. Aber der für die Follower ist ein kleiner Extra-Bonus. Aber ein sehr cooler auch. Naja, cool, cool. Ich muss mich jetzt so beeilen, dass ich noch pünktlich starten kann. Ich bin ganz außer Atem. Hab einen heißen Tee und einen Stapel Tomaten-Zwiebelbrote. Bin ready für Horror. Sehr gut. Perfekt vorbereitet. Alone in the Dark und Blair Witch. Ich verwechsel jedes Mal beide Games. Blair Witch? Aber ist Blair Witch nicht neuer? Viel, viel neuer? Naja, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Wie ist denn die Spiellautstärke? Ich habe das Spiel nämlich, weil es vorher so laut war, ein bisschen leiser gemacht. Und jetzt kommt es mir aber gerade ein bisschen sehr leise vor. Kann das sein? Müssen wir das nochmal ein bisschen lauter machen vielleicht? Was sagt ihr? Wie kommt es bei euch an? Nee, da gab es auch einen Dreiteiler damals. Ist auch schon gut 20 Jahre her. Okay, aber Alone in the Dark ist jetzt... Wie alt ist Alone in the Dark? 40? Über 30 Jahre. Okay. Ist eigentlich ganz gut so. Okay, dann lassen wir es so. Na schön, dann starten wir mal. Ich habe es mal kurz getestet, ob es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Wie es funktioniert, das werden wir jetzt mal rausfinden gemeinsam. Das Spiel ist so alt, dass es mit der DOS-Box evoluiert wird. Crazy. Schauen wir uns das ruhig an. Ich überspringe mal nichts, damit wir alles mitnehmen. Screenplay. Best Boys. Was? Hat er mir geheiratet oder was ist das? Da gibt's unabhängig von Special Thanks, haben die nochmal eine Best Boys Kategorie. Ich frage mich, was das ist. Wer sind denn die Best Boys in so einem Entwicklungsteam? Alone in the Dark. Infogramm 1992. Okay. Begin New Game. Jetzt gleich mal die Frage an euch. Nehmen wir sie oder ihn? Da stehen nicht mal Namen dabei. Ich weiß, wie hieß denn er gleich nochmal?
Das ist nämlich so eine dämliche Story, das ist so lustig. Die haben ja irgendwann mal Alone in the Dark gerebootet und dann war die Hauptfigur so ein langhaariger Kerl mit einem schwarzen Mantel und so weiter. Und der hatte aber den gleichen Namen wie dieser rothaarige, bärtige Kerl. Und die haben nicht von der Story her so begründet, dass alle so und so viele Jahre jemand mit diesem Namen geboren wird und der ist dann dazu auserwählt, bla bla bla. Und ich denke mir, ja, ich weiß nicht, Edward Lewis, nennen wir ihn von mir so, alle 30 Jahre wird jemand mit dem Namen Edward Lewis geboren und der ist dann der Auserwählte. What? Sind die irgendwie alle verwandt? Weil ich mal mit dem Nachnamen und so, hä? Oder was? Aber ja, das ist offizielle Story. Hey! Warriors Teil 98 ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Warriors Teil, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das heißt, wir haben jetzt schon die 60 Subs erreicht, die ich mir als Ziel gesetzt habe oder uns für Resident Evil 2. Und den Resident Evil 2 thematischen Bonus, den wir damit freigeschaltet haben, ist, und jetzt haltet euch fest, Resident Evil 1.5. Wir werden als Bonus wahrscheinlich schon ab nächsten Mittwoch in Bonus-Streams Resident Evil 1.5 spielen. Ich weiß, dass das erst vor kurzem nochmal abgedatet wurde. Ich weiß nicht, wie umfangreich das ist. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich weiß nicht, wie weit es spielbar ist. Aber alles, was es quasi von dem Restoration-Projekt, dem Fangemachten, gibt, werden wir uns anschauen. Und mal gucken, wie lange wir Bock haben und vielleicht spielen wir sogar durch, soweit es geht. Habe ich voll Bock drauf, bin ich sehr gespannt auf die quasi Urversion von Resident Evil 2, die nie veröffentlicht wurde, die wir eben durch ROMs im Grunde auch uns anschauen können. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, voll nice. Cool. T-Bone! Dankeschön für die Bits. Super cool. Ihr seid die Besten. Nimm die Frau, ich spiele fast immer Frauen. Hi, Pencho. Ich persönlich würde zu diesem Edward hier tendieren. Edward und Emily heißen die. Okay, danke. Weil der ist so der... Aber gut, nehmen wir sie. Ich weiß nicht, ob die einen Unterschied machen. Aber schon hier merkt man so ein bisschen Resident Evil, ne? Schon hier. Aber dann nehmen wir sie. Er ist für mich der Alone in the Dark Protagonist, muss ich zugeben. Aber nehmen wir sie, ist gut. The attorney's letter came as a deep shock to me. My uncle Jeremy had died by his own hand. His the own coroner's hand. Report was unequivocal. He hanged himself in the loft. Hey, ich meine, die Synchronisation ist schon mal besser als in Resident Evil 1, Initial ne? Initial surprise and distress passed. Bist ein bisschen besser. I considered the news. It seemed clear that DeSetto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's Almost mind. Unterstrich B ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. David22, vielen Dank für dein verschenktes Sub an Almost B. Willkommen bei den Bird Ridern hier auf Twitch. Die Synchro ist extrem witzig, diese Betonung. Ja, ich finde diesen gekünstelten Südstaaten-Akzent von ihr sehr nice gerade. Das gefällt mir. That creaking old mansion with its unusual tales, its secret library door, the ancient upstairs clock. All those occult books that my uncle could not resist reading in spite of his fragile nerves. Hey Alex, hey, danke nochmal für deinen Sub, glaube ich, war es, ne? Oder die Bits beim vorletzten Stream. Ich habe gerade ausgemacht, da kam die Notification noch rein. Danke nachträglich. Wir haben übrigens gerade eine Hype Train am Start, nur dass ihr es wisst. Resident Evil Original Beste, oder? Ich würde nicht sagen, Joy Boy. Für mich ist die Reihenfolge immer noch schwierig, muss ich sagen. Schwierig. So aus dem Bauch raus, spontan. Vielen Dank, T-Bone, nochmals für die Bits. Super nett von dir. Spontan aus dem Bauch raus würde ich sagen, 4 Original, 2 Original, 4 Remake. Das ist, glaube ich, meine Top 3.
so spontan jetzt. Na, muss ich mal gucken. Wenn wir durch sind mit allen Resident Evil Teilen, werde ich nochmal das ultimative Ranking machen. Okay, weiter geht's. Fate had pointed its finger. The Seto had trapped its prey. Mr. McCarthy, the family lawyer, suggested selling the old house. I immediately opposed the idea. Mr. McCarthy, das ist ein bisschen Forrest Gump, ne? Alex, vielen, vielen Dank nochmals für die Bits. Super coolio, ihr seid die Besten, dankeschön. My duty is clear. I must go to DeSeto. I tremble at the thought of those dark corridors, those brooding portraits. Yet I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision. Flipmaster yes. Smooth ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Slickmaster Smooth. Smooth. Dankeschön für 2 Monate. Super nett von dir. Hype Train Stufe 1 abgeschlossen. Dankeschön. Ich danke euch allen. Super cool, yo. Könntest du vielleicht übersetzen? Ich verstehe zu wenig. Ach so, kann man nochmal zurück? Jetzt pass auf. Oh, das ist jetzt, weil die auch noch reinredet, schwierig. Aber im Endeffekt hat sie einen Brief von ihrem Anwalt bekommen und war schockiert, dass ihr Onkel Jeremy gestorben ist, weil er sich selber umgebracht hat. Er hat sich aufgehängt. It seemed clear that DeSeto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's Okay, und mind. Jemand namens DeSeto hat irgendwie teuflische Einfluss auf diesen Onkel genommen, weil sonst hätte er sowas nie gemacht. Old mansion with its unusual tales, und diese Villa, in der der Onkel gewohnt hat, über die erzählt man sich schon lange komische Geschichten über geheime Türen in der Bibliothek und uralte eine uralte Uhr. Ja, und okkulte Bücher und so weiter, in die der Onkel immer wieder reingeguckt hat, obwohl es nicht gut für ihn ist, was weiß, seine fragilen Nerven doch so geschädigt hat. Fate had pointed its finger. DeSeto had trapped its prey. Mr. McCarthy, the family lawyer, suggested selling the old house. I immediately opposed the idea. Und dieser DeSeto, der anscheinend hier der Böse ist, hat anscheinend seine Finger im Spiel gehabt, dass der Anwalt Mr. McCarthy das Anwesen verkaufen wollte. Aber sie als auch Erbin anscheinend hat gesagt, nein, niemals. Ich lese im Chat gerade so ein paar Sachen von wegen, nee, das ist das Beste, das ist das Beste. Sehr, sehr viel davon werden wir wahrscheinlich noch spielen im Laufe dieser Reihe hier. Gucken wir mal. My duty is clear. I must go to DeSeto. I tremble at the thought of those dark corridors, those brooding portraits. Yet I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision. Das muss starke Literatur gewesen sein, wenn es ihn schädigt. Das ist so, weißt, das ist so ein alter kosmischer Horror-Trope, dass man in so alten, verbotenen Büchern Wahrheiten liest, die so schrecklich sind und so unvorstellbar, dass es der bloße Gedanke daran einen schon in den Wahnsinn treibt. Das ist so Cthulhu-Zeugs im Grunde, daher kommt das. Genau, und sie sagt jetzt so, okay, meine Aufgabe ist jetzt klar, ich muss die Creto zur Rede stellen, obwohl ich echt keinen Bock habe, in die dunklen Gänge und die schrecklichen Portale in diese Villa zu treten. Aber ich bin mir sicher, dass Onkel Jeremy irgendwo eine Notiz oder einen Brief oder irgendwas zurückgelassen hat, das seine Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, erklärt. I remember his voice saying, look at the piano, Emily. Look harder. Maybe the secret drawer will yield up an explanation. I have the feeling things will not be so simple. Life is a mystery containing more mysteries.
Jeremy taught me that much. Okay, und ihr Onkel hat immer wieder gesagt, so schau dir das Piano an, Emily, schau genau hin. Und vielleicht findet man ja eine geheime Klappe am Piano, die irgendeine Erklärung für seinen Selbstmord beinhaltet. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, weil das Leben ist mysteriös und es ist voller Mysterien. Und Jeremy das hat er mir beigebracht, so ungefähr. Dann mal viel Spaß mit Alone. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie viel Spaß wir haben werden. Ich habe schon gehört, dass wir ständig sterben werden im Grunde und neu laden müssen. I pray that my fear is nothing more than the fruit of my imagination. Nothing will ever persuade me that my uncle was insane. But why did he, according to the police report, block the loft window with the old wardrobe? Okay, und jetzt muss sie sich eben diesem Mysterium stellen und sie weiß, dass die Kretto auf sie wartet und sie betet, dass ihre Ängste nichts weiter sind als die Frucht ihrer Vorstellungskraft und nichts wird sie davon überzeugen, dass ihr Onkel wahnsinnig war, aber warum hat er es getan? Laut dem Polizeireport hat er ein Fenster in der alten Umkleide verbarrikadiert oder sowas. Okay. Jetzt geht's los. Oh Gott. Was dumm, dass du kein Englisch, aber Latein kannst. Ich meine, Latein ist tatsächlich nicht so nützlich, ne? Das ist halt eine tote Sprache. Kann ich verstehen, dass sich das wie Verschwendung anfühlt, irgendwie ein bisschen, ne? Ich meine, ein cooler Skill ist es trotzdem, aber nicht so pragmatisch. Endlich Gameplay. Ja, ich hab's mir auch gedacht, ey. Wir lesen hier seit 15 Stunden im Buch. Jetzt hängen wir noch in der Cutscene. Gucken wir mal, wann Gameplay kommt. Oh, oh. Warte mal, ist das eine Knochenhand und eine fleischige Hand? Sind da zwei Monster? Oder so ein Halbskelett? Man weiß es nicht. Oh. Dammit. Wir sind gefangen. Es ist eine Falle. Crescetto hat uns in die Falle gelockt. Crescento, wie auch immer. War das ein Frogger-Easter Egg? Vielleicht. Yo, von 92. Wir werden alle alt. Dagegen können wir gar nichts machen. Martin, das ist so. Hallo. Das Intro war nicht so schlimm wie die Dokumente in Resident Evil 5. Da gab es gefühlt nur ein gutes Dokument und der Rest war lang und langweilig. Weiß ich gar nicht mehr. Bin ich gespannt, wie ich das jetzt sehe, wenn wir es nochmal spielen. Sie geht schon sehr lang durch irgendwelche Gänge jetzt, ne? Da stand was Buntes. Okay, jetzt geht's los. Action, Fight, Open Search, Close Push. Okay. Wie bewege ich mich? So. Okay, warte mal. Dann mache ich gleich mal Open Search. Geh mal zu der Lampe und guck mal, ob wir die mitnehmen können. Aha! Nimm die Öllampe. Sehr nice, das Spiel ist so gut wie durchgespielt. Die Lampe haben wir schon mal. Was soll jetzt noch schief gehen? Kann ich irgendwie laufen oder so? Ich fürchte nicht. Na gut, schauen wir mal.
Eine alte indische Decke. Na, warum nicht? Schon krass, wie viel besser Resident Evil 1 nur ein Jahr später aussieht. Ja, ist es wirklich krass, ne? Aber hauptsächlich... was ist jetzt? Ein Monster. Aber hauptsächlich tatsächlich finde ich die Figuren und die Objekte. Die Hintergründe sind schon ähnlich gerendert, würde ich sagen. Vielleicht, aber damals war auch der technische Fortschritt viel schneller, das muss man schon auch sagen. Action Fight. Okay. Ha! Das ist ja geil. Hau einfach das Riesenhühnchen weg. Falcon Punch! Der versteht die Welt nicht mehr. Tja, komisches Monster. Gegen meine adlige Südstaaten-Person bist du machtlos. Oh Mist. Oh, ich hab zu spät. Oh, jetzt bin ich aber... Nein! Jetzt bin ich in der Bredouille. Ah, ich kann auch kicken. Mist. Oh, das muss man aber sehr gut timen hier. Guckt ihn euch an. Sieht wirklich aus wie eine... Was ist das? Ein Vogel. Was für ein Kinnhaken. Nicht schlecht. Oh, es ist aber... Ist er tot? Nice. Gut gemacht. Wir haben nur 5 HP verloren, glaube ich. Das geht ja eigentlich. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Schon gruselig. Wir werden so oft sterben, ey. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ist schon okay. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das ist so ein klassisches... Oh, ein Rifle. Na dann, das sieht gleich ganz anders aus hier jetzt. Oh, nein. Ein Zombie. Okay, zum Glück haben wir jetzt hier ein Rifle. Achtung. Yes! Cooler Rückstoß, muss ich sagen. Wie die Figur zurückwankt, gefällt mir. Nein, warum ging der Schuss daneben? Wir haben nicht so viele. Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Nice. Einen Schuss haben wir noch. Ansonsten müssen wir wieder kicken. Du solltest auf jeden Fall irgendwie rennen können. Ich wüsste gerade leider nicht wie. Ah, warte mal. Ich hab nichts gemacht. Wirklich. Ich weiß nicht, warum es jetzt rennt. Ah, zweimal schnell hintereinander drücken. Okay, es ist ganz easy. Dann kann man auch schneller rückwärts gehen, oder? Nee. Nee, das nicht. War eine Lüge. Ich habe euch angelogen. Böswilligerweise. Vergesst es. Ach, du Scheiße. Wartet mal. Jupp. Oder? Nee, doch nicht. Doch. Guckt euch das an. Ich check's. Und das ist eigentlich voll Resident Evil 4, oder? Ich könnte, glaube ich... Boah, wir müssen eigentlich neu starten. Hau ab, warte mal. Sag bloß. Ein kleinen Moment. Wenn ich jetzt die Kiste... Nee, das geht nicht. Doch. Nein. Ich verstehe. Man könnte hier am Dachboden die Klappe wahrscheinlich und das Fenster zumachen... Dann kommen die Monster nicht. Würde man sich viel Munition sparen und so. Falls wir sterben, fürs nächste Mal wissen wir es. Apropos, kann ich irgendwie speichern? Ja. Save Game. Mach ich mal. RRR. Ja. Bis jetzt ist es... Ich würde sagen, eher ein bisschen humoristisch mit aus heutiger Sicht, als wirklich gruselig. Aber gucken wir mal, was noch kommt. Oh, ein Buch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir da was finden. Muss man sich wirklich umschauen. Das geht aber gleich voll los mit Monster hier, ne? Das ist schon ein krasser Einstieg. Das ist so bam, hier. Gleich mal irgend so ein Hühnchen, das durchs Fenster springt und irgend so ein Zombie. Hat mal keine Schonfrist. Muss ich durch die Klappe raus? Weil dann wär's doof jetzt. Hat nicht der Onkel irgendwas von der Geheimklappe am Klavier gesagt? Nothing here. Kann ich das... Ah, ich kann das Buch lesen. Fragment of the Myth of the Golden Fleece. Vorgelesen. Translation
Edouard de Villeban. Wie geil ist das? Hesperides Publications. Warum werden so Dokumente in Resident Evil eigentlich nicht vorgelesen? Das wäre schön. Also ein Fragment der Mythen der goldenen Vlies, des goldenen Vlieses, übersetzt von irgendwem und von irgendwem gepublished, ist ja wurscht. Then, Perseus came across Ichios, who had been turned into Dankeschön, stone. Nico, freut mich. He spoke to his companions and said, Beware of the Medusa. He who looks into their eyes is doomed to the same fate as that which befell poor Ichios, and will never more set eyes on Seraphos. Must we go blindfolded? Asked Imalopes. Take up your bronze shields and polish them until they flash in the sun, answered Perseus. Fill your hearts with courage. Also im Endeffekt ist das einfach die Geschichte, ne? Man kennt sie. Irgendwie, wie heißt der Perseus, geht gegen die Medusa in die Schlacht und die Leute sagen so, hey, wie sollen wir das machen, wenn wir die anschauen, werden wir Stein. Und er sagt, hey, jetzt bindet euch mal, sollen wir uns die Augen zubinden? Und er sagt, nee, nee, wir polieren jetzt unsere Schilde so lange, bis die reflektieren. Und dann kann uns nichts passieren, Leute. May Artemis guide us, as though we were an arrow from her quiver. But Imalopes was not satisfied. Why do that, Perseus? Is 3 inches of sharpened metal not enough to destroy these accursed creatures? Then Perseus drew his sword, which shone hey, Lily, and hi. Glittered in the sun. Für das Spiel einen neuen PC gekauft? Nice. Now what can you see? The companions of Zeus' sons laughed. Let us set to work, so that our shields may shine like mirrors. Ja, es geht immer noch darum, dass die ihre Schilde polieren. Das war die Geschichte. Die polieren ihre Schilde. Basically geht es darum, dass die ihre Schilde polieren. Wo bin ich? Wo muss ich Steuerung vergessen? Leertaste ist die einzig wichtige. Okay, dann gehe ich mal noch zum Schaukelpferd. Das sieht auch verdächtig aus. Das kann ich schaukeln lassen. Auf was bin ich denn gerade eingestellt eigentlich? Ich mach mal wieder Open Search, falls ich was anderes hatte. Ups. Nee, das kann man nur schaukeln. Super vorgelesen. Dankeschön. Na gut, dann sind wir hier auf dem Dachboden für immer gefangen. Es sei denn, das ist eine Tür. Aha, okay. Die Steigtreppen, die ist nicht so geübt im Treppensteigen, ne? Irgendwie. Ich will nur mal sehen, wie die runtergeht. Das ist so, Die sind vielleicht auch sehr alte, modrige Holztreppen, ne? Das kann schon sein. Aber das sieht so, okay. Wow, Vorsicht. Oh Gott. Aber die macht das schon ganz cool. Der Schrank sieht doch verdächtig öffentlich aus. Nothing important, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin enttäuscht von dem Schrank. Die Durchsuchanimation ist auch toll. Oh, Öl, jetzt passt auf. Jetzt passt mal auf. Ich nehme das Öl, benutze es. Oh, nee. Ah doch, da stand, the lamp is full, ne? Und jetzt habe ich hier ein empty oil can. Und die Lampe ist jetzt, hat aber, okay, ich heb mir die lieber auf, die hat Munition quasi. Ich habe 50 Lampenschuss, nur noch einen Rifleschuss. Eieiei. In Resident Evil 1 hat Jill auch immer gefühlt 5 Munition überlegt, 5 Minuten überlegt, ob sie Treppen jetzt hoch oder runter gehen soll, ja. Ich weiß nicht, was... ein Bogen ist das. Habe ich Pfeile? Ich glaube nicht. Nee, anscheinend nicht. Piu, aber cool. Okay, gehen wir mal einfach weiter mit unserem neuen Bogen. Animation. Mehr oder weniger.
Okay, viele Türen. Ich öffne mal eine. Action Open Search. Hört man die Tastatur eigentlich sehr laut? Wahrscheinlich, ne? Aber ich fühle es auch gerade. Oh nein! Man muss in die Tasten hauen. Ich glaube, da kommt was. Kamera, wechsel doch wieder. Oh Gott. Der ist ein bisschen klein. Das ist bestimmt nur halb so gefährlich wie der Grute vorher. Okay, Achtung. Zielen und... Das, ey, ohne Witz. Das Trefferfeedback ist schon geil. Ohne Witz. Okay, komm her. Kleiner Goldzombie. Kick! Unentschieden, Doppeltreffer. Ich muss ein bisschen früher kicken vielleicht. Yes! Bam! Überhaupt keine Chance gegen mich. Yes! Ich muss sagen, ich finde das Kampfsystem ganz nice bis jetzt eigentlich. Gleich mal speichern, das ist ein Erfolg. Wir haben zwar leider keine Gewehrmunition mehr. Ja, aber wer braucht Gewehrmunition, wenn man die kleinen goldenen Zombies einfach so wegkickt? Ich meine, der war jetzt auch angeschossen. Ne? Einmal konnten wir doch schießen. Wer weiß, wie... Ach so, Enter. Wer weiß, wie viel das sonst ausgehalten hätte. Was? Ich kann die Kiste wirklich nicht öffnen. Ach so, warte mal, da stand It's locked. Wir haben keinen Schlüssel, befürchte ich. Hi, Nick. Hör mir zu. Oh, guck mal, was ist denn das für ein weirdes Bild hier? Da verlässt ein Geist einen Körper oder so. Schrank vielleicht durchsuchen? Nothing important. Ich finde es ja schön, dass ich den Stuhl so verschieben kann, aber ich würde gern zu dem Sekretär da. Dammit. Jetzt hat der Stuhl mir den Zugang versperrt. Und jetzt will er sich nicht mehr verschieben lassen, oder was? Ah, geht auch so. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Und den benutzen wir jetzt mal an der Kiste. Kann man Schränke untersuchen? Ja, ich habe es versucht. Da stand nothing important. Öffnen und untersuchen. It's locked. Use key. It's... Und? Yes. Oh, ho, 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 ho. Die Kicks waren schon gut, ey. Aber jetzt wird Nahkampf auf einem neuen Level, würde ich sagen. Säbelzeit. Das erinnert mich gerade voll an Eternal Darkness. Das Kapitel mit dem Ur-Urgroßvater von wie heißt sie, Alexandra Roivas? Der mit der gepuderten Perücke. Okay. Muss ich kurz üben? Oh. Nein! Das ist, was? Ich hab nicht mal was getroffen. Ich habe nur ein bisschen in der Luft rumgeübt. Und jetzt geht der Säbel kaputt. Oh, ich kam mir so cool vor. Sollen wir den gebrochenen Säbel noch benutzen als Waffe? Es ist ein kleines Messerchen, oder? Ich versuch's mal. Eternal Darkness ist auch heftig. Ja, Eternal Darkness ist super. Das liebe ich total. Ja, voll einfach, ne? Ich find's voll gemein, dass das einfach kaputt jetzt ist. Ich speichere nochmal. Hey, habe ich nur ein... Boah, ich habe nur ein... Oder? Ich habe nur ein Safe Game. Ach so, ich kann's benennen, wie ich will. Ich bin dumm. Alles gut. Okay. Ich dachte, ich muss immer mein altes Safe Game überschreiben. Schön, dass du wieder regelmäßig streamst. Ja, ich versuche jetzt wirklich jeden Dienstag zu streamen. Kann natürlich immer mal ausfallen, ist klar. Aber das ist so der Standardtag. Und wenn die Bonusziele erreicht werden, wie jetzt da oben zum Beispiel, und wir haben ja heute schon wieder eins erreicht mit den Subs, dann gibt es mittwochs immer einen Bonusstream, so wie eben jetzt Alone in the Dark. Immer was thematisch Passendes zu Resident Evil. Uh-oh. Testen wir gleich mal unseren Minisäbel. Ich hoffe, der hat Reichweite, ne? Oh, shit. Ich glaube, ich habe nicht so viel Reichweite wie der da. Vielleicht sollte ich ohne Säbel kämpfen. Oh nein, das ist gar nicht so schlecht. Mist. Oh. Nein! Ich bin in der Falle. Nein, ich werde hier niedergekombot. Lauf!
man das bitte? Hä? Wie? Hi, Free Doom. Oder for Doomed oder wie auch immer. Hallo. Genau, und 92 ist das Spiel, genau. Ey, das ist ja mal mies. Wie komme ich denn da vorbei? Kann ich irgendwie springen oder so? Mist. Ganz schlecht. Okay, warte, ich lade nochmal neu. Oh, Mann, ey. Ist wie ein sehr, ja, total, ist ja auch, glaube ich, sehr stark in der Tradition altes Adventure, ne, wo halt genau sowas passiert. Zombie, ich weiß jetzt nicht, was wir mit dir machen. Ich möchte einfach nur hier raus, bitte. Ne? Haha! Hä, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich da nicht drüber gehen kann? Ich habe keinen Geheimgang gefunden. Vielleicht muss ich langsam gehen. Vorsichtig. Geht auch nicht. Sackgasse. Die Story ist... Hey, die Story ist wie in Eternal Darkness, denke ich mir gerade. What? Das ist im Grunde Eternal Darkness hier das Spiel. Nur ohne Zeitreisensprünge. Unser Onkel ist gestorben, hat sich selber umgebracht. What the fuck, kann überhaupt nicht sein. Aber er hat auch immer mit so okkulten Büchern rumgetan, die ihm eh nicht so gut getan haben. Aber irgend so ein Dude hat ihn wahrscheinlich manipuliert und will jetzt seine Villa verkaufen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Und deswegen sind wir hier. Und jetzt sind überall Monster. Oh nein, nein, der Schuss... Das war jetzt auch gemein. Okay, ich fange ein neues Spiel an. Weil ich habe eine Idee. Ich will das jetzt mal versuchen. Jetzt überspringen wir mal die ersten beiden Monster. Weil wir sind in 30 Sekunden wieder da, wo wir jetzt gerade waren. So, schnell. Schnell, bevor die kommen. Lauf. Okay, Achtung. Ich weiß nicht, ob die auf den Timer gesetzt sind oder so. Aber jetzt mal Push. Und jetzt schieben wir das Ding da mal. Nice. Und jetzt schnell. Oh nein, ich höre irgendwas. Schnell. Und push den Schrank. Push den Schrank. Push den Schrank. Nice. Ich glaube, wir haben es geschafft. Keine Monster. Cool. Und jetzt looten wir noch mal kurz und dann haben wir gleich mal sehr viel Munition und Lebensenergie gespart. Ich weiß immer noch nicht, wie wir über das Loch kommen, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Heute will sie nicht so laufen. Im neuen Savegame hat sie irgendwie mit der Hüfte oder so, glaube ich. Okay, ja, guck mal, da draußen ist er. Die Scheibe bricht, aber kein Monster kommt rein, weil da ein Schrank steht. Und gegen Schränke sind sie machtlos, ihre einzige Schwachstelle. Sehr gut. Ah ja, die Lampe nehmen wir mit. Wenn doch der Onkel nur Schränke gehabt hätte. Moment mal, aber der wusste wahrscheinlich nichts von der Macht der Schränke. Wohnraum-Umräum-Simulator. Ja, wahrscheinlich muss ich auch irgendwas in das Loch schubsen oder drüber... Oh, guck mal, die Klappe hat sich gerade bewegt. Aber er kommt nicht durch. Trottel. Gut. Aber das ist nice. Also das finde ich jetzt cool. Ist halt wirklich voll das Adventure, ne? Viel mehr. Safe Game. Ich mach mal einen neuen. Jetzt machen wir mal ernst. So. Die Macht der Schränke. Läuft jetzt schon viel besser. Ich,
Aber soll ich jetzt die beiden Zombies, die da kommen, erschießen? Oder soll ich versuchen, die zu kicken? Ich werde auch... Okay, ich kann mit dem Säbel auch zweimal zuschlagen. Vielleicht ist auch der Säbel krass. So, ich benutze das Öl. Die Musik hat sich plötzlich schlagartig verändert. Und die Merlin randaliert im Hintergrund. Vielleicht musst du am Ende selber eine Leiter nehmen. Ja, aber wo denn? Woher denn? Wo soll ich denn eine Leiter hernehmen? Hallo, Frau Dunkelgrün. Willkommen. War hier überhaupt... Ah doch, genau, hier war das Säbel drin. Den wollen wir mitnehmen. Vielleicht hat es was mit dem Stuhl zu tun. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn ich den Stuhl ins Loch schiebe. Aber ich wüsste sonst jetzt nichts, was ich verschieben kann. Sollte die Tür nicht zu... Ja, ich wollte gerade sagen. It's a trap. Okay, so, jetzt passt auf. Ich rüste den Säbel aus. Ich speichere. Ernst? Und jetzt öffnen wir die Tür. Okay. Und jetzt kann ich ihn zweimal hauen. Yes! Yes! Oh, ich kann noch mal? Okay, machen wir, bis er bricht. What? Warum bricht er nicht? Und der ist voll mächtig! Dreimal mit dem Säbel drauf und der ist tot. Nice, ich liebe den Säbel. Ich werde sehr oft speichern. Das ist eins von diesen Spielen. Wir werden sehr viel speichern. Wie komme ich darüber? Punkt. Wie komme ich darüber? Fragezeichen, nicht Punkt. Geheimgang irgendwo. Ah, guck mal, da ist ein Gang. Ich sehe es. Aber jetzt hauen wir erst den da mit unserem alten Kavalier, nicht Kavalier, Kavalleriesäbel. Vielleicht auch Kavalier, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, ob der Kavallerist Kavalier war. Der ist so klein, ich kann nicht einschätzen, wie nah der ist. Yes. Sag mal, bricht der Säbel nur, wenn ich einfach nicht treffe? Ah, okay. Hab meine Frage beantwortet. Dann hauen wir jetzt die Flinte raus. Okay. Bam. Kann man bestimmt irgendwo wieder flicken. Wetten, wir haben irgendwo einen magischen Alchemietisch oder so, wo wir dann den Säbel wieder zusammenflicken. Das speichere ich jetzt mal. Eigentlich wollte ich es Ernst 2 nennen, aber ist auch gut. Ich glaube, du hättest vorhin mit dem Säbel gegen die Wand gehauen. Ja, kann schon sein, aber anscheinend ist er jetzt auch am Gegner zerbrochen. Wet Mode, das wäre nice. Jedes Spiel wird besser durch einen Wet Mode. Okay. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. Bis jetzt mag ich das Spiel. So alte, ältere Spiele werden für mich, wenn man sie nicht kennt und wenn sie nicht nostalgisch sind, irgendwann frustrierend. Erfahrungsgemäß einfach. Aber bis jetzt denke ich mir, nice. Aber das war mit Sweet Home auch so. Da habe ich mir die erste Stunde auch gedacht, eigentlich ziemlich geil. Und die zweite Stunde habe ich mir gedacht, naja, hätte man zu seiner Zeit spielen müssen. Und die dritte Stunde habe ich mir gedacht, oh Gottes Willen, du Scheißspiel, ey. Da habe ich mir gedacht. Und ja, genau. Okay. Der Spiegel sieht so kaputt aus. Aber ist wohl nothing important. Ist das Monkey Island? Der Charakter sieht aus wie Guybrush. Sweetwood, Treepwood, meinst du? Nee, das ist Alone in the Dark. Aber zeitlich wahrscheinlich sogar noch älter. Oh, eine Vase. Wisst ihr, was ich jetzt mit der Vase mache? Ich werfe die gegen die Wand. Oh, nein! So, irgendwie cool, muss ich schon sagen. Ich werfe die Vase. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist ziemlich nice. Aber wir haben jetzt ein Problem. Ich wollte jetzt die Vase eigentlich auf das Monster werfen. Das hat nicht so gut funktioniert. Warum kannst du mich da angreifen? Ist doch... Irgendwas stimmt doch da nicht. Nein, bitte. Ich will auf dich schießen.
das ist ein bisschen blöd in dem Spiel. Ich hasse es, ey. Scheißspiel. Man kann ganz schön in die Ecke gedrängt werden und dann kommt man echt nicht mehr raus. Weil die Animationen zu lang dauern. Okay. Soll ich das so annehmen oder laden wir neu? Ich lasse es mal so. Shit happens. Ist okay. Ich bin froh, dass das mit der Vase funktioniert hat. Gucken wir mal. Aber, ey, das Spiel wirft einem ganz schön viel Monster entgegen, ne? Das ist jetzt nicht gerade sparsam mit seinen Kreaturen, die überall rauskommen. Ob ich die Zombie-Hühnchen irgendwie, ob ich das irgendwie hätte verhindern können? Was mache ich denn mit einer gebrochenen Vase eigentlich? Da. Wo sind wir stehen geblieben? Nee. Action Open Search. Ja. Oh, erste Hilfepaket. Grünes Kraut, basically. Erstmal Hände waschen. Oh, kein Wasser. Dann können wir auch nicht duschen. Schade. Schauen wir uns das Handtuch nochmal an. Immer noch. Das Handtuch hat auch kein Wasser. Thompson, vielen, vielen Dank für die Bits. Nice. Super nett von dir. Freut mich total. Coolio. Lauf doch. Warum will sie immer nicht laufen? Okay, wir haben den Flur erfolgreich erkundet. Ich würde sagen, das speichern wir. Mit einer 3. Cool. Oh, oh, meine Güte, was ist das denn? Das sieht irgendwie cool aus. Das regt die Fantasie an. Skorpion, Dämonwesen. Ist das so ein Weeping Angel? Nee, bewegt sich irgendwie gar nicht, das Ding. Ich lasse es mal. Dämonens. Okay. Jetzt weiß ich auch nicht recht. Lauf doch. Was machen wir denn jetzt? Soll ich mal versuchen? Ich lasse die einfach mal und gehe einfach mal an denen vorbei. Älter als jedes Resident Evil Spiel. Das ist genau der Punkt. Shinji Mikami hat, nachdem er Capcom verlassen hat, davor durfte er tatsächlich nicht, vertraglich, aber nachdem er von Capcom weg war, hat er quasi offen drüber geredet, dass dieses Spiel hier eine große Inspiration für Resident Evil war. Und das merkt man natürlich auch. What? Wie viel Reichweite hast du? Leg aber ganz schön coole Moves in das Ding. Oh, damn it. Okay, pass auf. Wir haben nur noch einen Schuss mit dem Riffelo. Der ging daneben. Hat denn das Ding gerade abgewehrt? Wie kommen wir da vorbei? Ich werf mal die kaputte Vase. Ha! Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut funktioniert hat. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe keine Pfeile. Soll ich mal mit dem gebrochenen Schwert? Das sind Gargoyles. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Die Treppenwächter, genau. Könnten auch Vampire sein. Vampire? Mit so langen Stachelschwänzen? Das fühle ich nicht. Ja, nehmen wir wieder mit. Hey, die haben einen riesen Hitbox. Ich komme nicht näher ran als so. Aber ich tue denen weh. Aber die mir auch. Meine Güte. Was ist denn? Was ist denn mit euch? Oh, wir fühlen uns weak. Ich nehme mal das erste Hilfepaket. Aber immerhin. Oh, was? Eat, drink. Immerhin bewegen die sich nicht. Die sind stationär. Ah, wir fühlen uns. Oh, aber nur ein bisschen besser. Also nicht mal. Niemand Superheilmittel. Oh, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, nochmal mit dem kaputten Säbel draufhauen. Das hilft eh nichts. Immerhin kriegt man eine Warnung, wenn man sich heilen sollte. Ja, tatsächlich. Für einen Spieler aus der Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Oh.
Okay, wir gehen zurück. Der Kinnhaken kommt und jetzt wieder rein. Hä? Zuhören bitte? Ich will nicht mehr. Ah, jetzt. Okay, rückwärts und rein da. Yeah! Hacken! Mist. Das Ding hält was aus. Ich glaube, wir machen was falsch. Ich glaube, hier gibt es irgendeinen Trick. Das ist viel zu zäh, das Ding. Nee, das kann nicht mehr richtig sein hier. Ich mach mal, bis wir sterben. Wir haben nichts zu verlieren. Stirb! Oh nein. Okay. Jetzt bin ich noch in den Kinnhaken gerannt. Ich war zu voreilig. Der Vampir-Gargoyle-Treppenwächter ist... Nanu, what's happening? Das ist neu. Oh, ein Rotshirt trägt uns in eine geheime Kammer. Können wir jetzt irgendwie fliehen? Muss das so sein? Ist das gescriptet? Der ist ein Redshirt. Der ist so gut wie tot. Er ist schon tot, technisch gesehen. Wie ist das mit Zombie-Redshirts? Sterben die doppelt? Nee, The End steht da. Tja, schön war's. Dann lade ich mal lieber mein zweites Savegame. Weil irgendwas war, ne? Die Ente, die Zombie-Ente hat uns so blöd in die Ecke gedrängt. Warte mal, kann ich den Schrank hier vielleicht verschieben? Nee, verschieben kann man hier nichts. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, dann lade ich halt das dritte. Okay, die Vampir-Treppenwächter sind ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir an dem vorbei können. Warum hört es sich wie Ausspeichen an? Was? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ausspeichen. Das völlig übertriebene Klatschgeräusch beim Treffer der Bud Spencer. Ja, das ist ziemlich großartig, oder? Ich find's auch gut. The End, durchgespielt. Was machen wir denn jetzt mit den zwei Hübschen? Ich versuche, kann ich. Die haben so eine riesen Hitbox, ey. Ich kann auch nicht einfach an denen vorbei, glaube ich. Oder etwa doch? Nee, guck, ich komme hier nicht weiter. Eine Pattsituation. Wir müssen uns eigentlich auf Unentschieden einigen, weil. Weißt du was, ich kick den jetzt. Vielleicht. Das wäre so gut. Nein! Dammit. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir den jetzt in einer Dauerschleife gefangen. Aber da werden wir schon gekinnhakt. Können wir vielleicht einfach. Guck mal hier, spring hier über das Geländer. Jetzt, come on, das ist wirklich. Du kannst. Das ist nicht so tief. Okay, was haben wir denn? Wir haben Heilmittel, wir haben einen Schlüssel, wir haben eine kaputte Vase, wir haben einen zerbrochenen Saber, wir haben einen anderen zerbrochenen Saber-Henkel, wir haben noch einen Schlüssel, wir haben einen Bogen, wir haben... Oh, warte mal, vielleicht mögen die einfach kein Licht. Hm. Ne, das ist es wohl nicht. Aber ihr Schlag ist irgendwie buggy, ne? Die können uns gar nicht treffen mit Schlägen. Ich habe noch... eine alte indische Decke. Ich weiß auch nicht recht. Ist die Lampe an? Test. 1, 2, ist das Ding an? Use. Reload. Use. Aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Frag mal Chuck Norris. Er ist zu alt. Der kann nichts mehr. Ah. Na gut, dann lasse ich die jetzt mal. Dann schauen wir uns nochmal um, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber warte, erst lade ich nochmal, weil wir haben irgendwie super viel Schaden umsonst genommen. Das muss nicht sein. Also. Aber guter Soundeffekt, wenn man da reinkommt, ne? Jetzt gucken wir uns nochmal die Räume genau an. Hier ist ein Schrank. Oh, den habe ich irgendwie gar nicht geöffnet. Was? Nee, doch. Der geht mal wieder zu. Ich könnte den Schrank vielleicht noch verschieben, aber nur in Richtung Badewanne. Und ich verstehe nicht, was das bringen sollte. Dann gucken wir hier nochmal rein.
Da hat uns der ganz schön in die Ecke gedrängt, ne? Vielleicht habe ich wirklich was übersehen. Nothing? Nothing? Warte mal, wir haben doch vorher einen Text über das Vlies gefunden, wo Leute den ganzen Tag ihre Schilde poliert haben. Müssen wir irgendwas polieren? War das ein Hinweis? Aber was polieren wir denn? Was sollen wir denn polieren? Alle Spiegel hier sind zerbrochen, weil sonst hätte ich gesagt, wir müssen denen ihr eigenes Spiegelbild zeigen. Aber auch das macht für mich gar keinen Sinn. Ist ja nicht so, als ob uns die versteinern würden. Warte mal. Die Kommode ist locked. Wir haben noch Schlüssel. Benutzen wir einfach mal einen. Aha, und wir haben einen kleinen Spiegel. Okay, wir kommen der Sache näher, Leute. Aber was jetzt? Was passiert denn, wenn ich denen den Spiegel zeige? Ich kann den auch nur droppen. Hä? Ich kann den auch nicht in die Hand nehmen. Okay, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal mit dem Spiegel in der Hand zu den Gargoyles. Und jetzt droppe ich den Spiegel. Haha! Schade. Ich kann mit dem Spiegel leider nichts machen. Ich habe zwei Spiegel, aber ich kann damit nichts machen. Okay, warte mal. Aber ich habe zwei Spiegel gefunden da drin, die gebrochen sind. Vielleicht muss ich die Spiegel reparieren. Ich wüsste nicht, warum, ehrlich gesagt. Aber warum nicht? Das ist die eigentliche Frage. Laufen ist so schwer. Entweder bin ich... Oh, guck mal, der Rahmen ist falsch. Entweder bin ich zu alt dafür... Droppen. There is no room. Nothing important. Kleine Spiegel. Kann ich euch mit dem Bogen verschießen, ihr kleinen Spiegel? Kleine Spiegelpfeile. Ich weiß nicht, was ich mit den kleinen Bögen, kleinen Spiegeln mache. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Ah, wartet mal. Vielleicht sollte ich die kleinen Spiegel mit meinem indischen Tuch polieren. Nee, das kann ich auch nur droppen und putten. Okay, ich weiß es. Bei den Gargoyles, genau. Vampire Girl schreibt es auch gerade. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Die kleinen Statuen, die da stehen. Die werden wahrscheinlich die Spiegel haben wollen. Und dann passiert was. Okay, haltet euch fest. Tada! Ich weiß nicht, inwiefern mir das jetzt hilft, aber es passiert was. Und jetzt machen wir den zweiten kleinen Spiegel. Finden die gar nicht gut, wenn die sich selber sehen. Das goldene Vlies hat uns gerettet. Hey Leute! Ich finde das Spiel bis jetzt ziemlich großartig. Wir dürfen nicht vergessen, 92, ziemlich frühes 3D-Spiel, ziemlich innovativ auch, ziemlich mutig auch mit der Kameraperspektive. Ich muss schon sagen, not bad. Bis jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass mich das damals ziemlich umgehauen hätte. Das Spiel ist so alt wie du, ja? Das Spiel ist wahrscheinlich älter als so manche Person, die heute zuschaut. Zumindest theoretisch könnte. Ich wollte gerade sagen, gar nicht das Schwert haben. Aber dann... jetzt bräuchte ich eine Blendgranate. Ich hab Licht, aber das ist nicht Resident Evil 4. Ich kann einmal drauf schießen, aber das ist wahrscheinlich kugelsicher. Weiß ich gar nicht, aber... Hoffentlich hat das Schaden gemacht. Und jetzt... Säbel drauf. Nein, Mist. Wir fühlen uns schwach. Und ich kann nicht so schnell trinken. Ich hätte nicht auf die Statue zugehen dürfen einfach. Katzen, könnt ihr euch da hinten nicht verprügeln, bitte? Gannon. Sein kleiner Arsch. Der macht seinem Namen wieder alle Ehre, der Gannon, und ärgert die Zelda. Ist wirklich schlimm. Der ist wirklich manchmal ein kleiner Arsch. Oh, schon wieder ein Monster. Ich habe ein Notebook gefunden. Lesen wir es mal schnell. Diary of Jeremy Hartwood. Das Tagebuch des Jeremy Hartwood. September 27th, 1924.
I have decided to keep this diary. Too many inexplicable events have taken place recently. Never have dreams so haunted my every waking moment. Perhaps my romantic mind was too dull and has only now woken up to these new paths and visions. Also, der Autor dieses Buchs hat in letzter Zeit ziemlich viel crazy shit erlebt und schreibt jetzt lieber dieses Tagebuch. Und er hat jetzt Visionen und ist crazy. Some, seeing my recent paintings, may question my sanity. I can only ask them, what is sanity? Where does madness begin? Und viele sagen jetzt, hey, deine Bilder sind total crazy, was geht mit dir? Und er sagt, ja, aber hey, wo geht denn bitte Wahnsinn los und wo hört geistige Gesundheit auf? Das ist doch alles Definitionssache. September 28, 1924. The night is pitch black. Pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in the dunes, among giant standing stones. They were arranged in a circle and the wind whistled about them. I plunged my hand into the soil and felt that repulsive thing which was trying to catch me. Hey Benny, also es war super dunkel in der Nacht am 28. September 1924 und er war in Schweiß gebadet und er ist durch die Dünen gewandert und an einen riesigen Stein gelangt. Und die Steine waren in einem Kreis angeordnet und der Wind ist hindurch gepfiffen und er hat seine Hand in die Erde gegraben und hat was Ekelhaftes, was Abstoßendes gefühlt, das versucht hat, nach ihm zu greifen. Ich befürchte, wir sterben, nachdem wir das gelesen haben. Allein spielt es wirklich geil. Aber ich versuche nur einen Tag zu trinken, maximal. It was covered in sticky substance. I was gripping a knife. Okay, das hat ihn festgehalten, das Ding da, und hat versucht, sich loszureißen, aber er hat es nicht geschafft und dann hat er ein Messer genommen. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Der Seto's library is filled with books on the occult. I will study those books until I find some explanation for the dreams. The visions that haunt me must be connected to my discoveries. I shall have to undertake a profound exploration of my dreams. Also der Steinkreis, den er da gefunden hat mit diesem Monster, lässt ihn nicht mehr los. Er ist er hat jetzt die Bibliothek dieses der Setos aufgesucht, weil die ist voller okkulter Bücher, von dem haben wir schon gehört. Und die Bücher würde er jetzt quasi untersuchen, damit er für seine Träume Begründungen findet. Weil diese Visionen plagen ihn und er muss wissen, was da los ist. Er muss seine Träume profund erkunden. December 16th. Dear God. Dear God, I have found the knife. It was hidden here, and what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. The thought of that blade tearing through human flesh horrifies me. Yet I must continue my research. Der Seto is a storehouse of treasures. Also, er hat den Dolch aus seinem Traum gefunden und er hat rausgefunden, dass dieser Dolch ein Opferdolch war, der für menschliche Rituale von irgendeinem alten Kult benutzt wurde und die Vorstellung, wie dieser Dolch menschliches Fleisch schneidet, versetzt ihn in puren Terror, aber er muss weiter forschen, er muss die Wahrheit herausfinden. Steine, die in einem Kreis angeordnet, wie Stonehenge, ich glaube wirklich wie Stonehenge, ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Was my father, aber vielleicht sind es nur so kleine right, Steine. Ne? Hatte mein Vater etwa von Anfang an recht? January 23rd. I spend all my days plunged in dusty books. The servants are convinced I am mad. At night, I awaken them with my screams. The dreams are draining what sanity I still have. I have tried staying awake, but in vain. My visions have changed. No doubt the influence of my father's research.
Hey, ohne Witz, Leute, ich finde das so interessant. Ich spiele das eigentlich jetzt wirklich aus Interesse, weil es der Vorvater von Resident Evil ist, so ein bisschen. Aber ich erkenne darin so viel Eternal Darkness. Also gerade das Kapitel eben mit Alexandra Roivers Urgroßvater. Wenn das jetzt damit endet, dass der seine eigenen Angestellten umbringt, weil er glaubt, dass die Bodysnatcher sind, dann ist das 1:1, dieses eine Kapitel zumindest aus Eternal Darkness. Also er verbringt jetzt den ganzen Tag damit, durch die Bücher zu wälzen, und die Angestellten halten ihn für verrückt, weil nachts werden sie immer von seinen schrecklichen Schreien aufgeweckt. Und die Träume rauben ihm das letzte bisschen Verstand, den er noch hat. Er hat versucht, wach zu bleiben, aber das hat er nicht geschafft. Das ist so ein bisschen wie Nightmare on Elm Street. Seine Visionen haben sich jetzt verändert, und er ist sich jetzt sicher, dass die auch die Forschung seines Vaters beeinflusst haben. February 7th, 1925. The Dark Man, that is what I call him, has revealed his true face to me. He appeared, as usual, near the fireplace. But this time, he approached me. Also der dunkle Mann, so wie er ihn immer nennt, hat sich ihm jetzt gezeigt und sein wahres Gesicht gezeigt. Und wie immer war er am Feuerplatz dabei, aber dieses Mal ist er auf ihn zugegangen. Hallo, Marugand. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice and his burning eyes froze me. I could not move. I know, as surely as I have ever known anything, that the face I saw, the face that has turned my nights into hellish torture, is the mask of death. Also sein schreckliches Lachen oder Grinsen wird ihn lange noch verfolgen, und sein Atem war wie Eis und seine Augen haben gebrannt wie Feuer und haben ihn starr vor Angst werden lassen. Er konnte sich nicht bewegen, und er ist sich so sicher wie noch nie in seinem ganzen Leben, dass er das Gesicht von diesem Mann in seinen Träumen oder so gesehen hat. Was? That the face I saw, the face that has turned my nights. Ja, genau, dass er in seinen Träumen gesehen hat. Das ist die Maske des Todes. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates frequented the area. Dr. Herbert insists I keep to my bed. I have moved to another bedroom and sleep much better now. The Dark Man has not gone, however. I know it. He will wait for as long as he must. Okay, basically hat er sich jetzt medizinische Hilfe gesucht. Der Dr. Herbert sagt jetzt, hey, jetzt bleib mal im Bett und chill mal ein bisschen. Und es ist auch irgendwie anscheinend besser, aber er ist sich sicher, dass der dunkle Mann immer noch da draußen auf ihn wartet. So lange, wie es denn sein muss. Namensgebung Ganon, Zelda, da brauchst du dich nicht wundern über den Clinch. Ja, aber die beiden kennen ja Zelda gar nicht. Ich habe das denen nie gezeigt, aus gutem Grund. Unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to send him back to whatever hell he comes from. Okay, er wartet draußen, und deswegen muss er, Jeremy Hartwood, einen Weg finden, ihn zurück in die Höllen zu schicken, aus denen er gekommen ist. Blitze, Donner. An der Stelle vorstellen, bitte. March 11th. My poor knowledge of Greek and Latin is a serious handicap to my reading. I have, nevertheless, made a great step forward. I drew the symbol on the floor. He can no longer go there. I want him to understand that I can do the same thing in my bedroom. Okay, also er kann leider kein Griechisch und Latein. Vorher hatten wir jemanden, der kann kein Englisch, aber Latein. Den hätte er jetzt brauchen können. Und deswegen fällt es ihm echt schwer, das alles zu übersetzen, was er da so gelesen hat. Aber er hat einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Er hat ein Symbol auf dem Boden gezeichnet, und jetzt kann der dunkle Mann nicht mehr dahin, wo dieses Symbol ist. Und er will, dass er weiß, dass er das auch in seinem Schlafzimmer machen könnte. I can imagine his rage and frustration.
Only last night he found his way back into my dreams. Und er kann sich direkt vorstellen, wie wütend und frustriert dieser dunkle Mann jetzt sein muss, dass er nicht mehr in seine Träume kann. Ach so, nee, aber ach so, only last night. Ach so, shit. Aber letzte Nacht hat er doch wieder einen Weg zurück in seine Träume gefunden. March 13th. The translation will seriously dent what money I have left. I cannot paint. My pictures are clearly the work of a lunatic. The collector Thornhill's embarrassed smile was proof of that. Okay, die Übersetzung wird das letzte ein bisschen an Geld kosten, das er noch hatte. Und er kann nicht mehr zeichnen. Seine Bilder sind einfach nur noch die Werke eines Verrückten. Und der Sammler Thornhills hat beschämt gelacht. Und das hat ihm gezeigt, wie schlimm seine Bilder wirklich sind. War eine halbe Stunde weg. Bei dem Regen wäre mein Handy sonst abgesoffen. Was hast du verpasst? Wir sind gestorben und dann wieder gestorben und dann haben wir Gargoyles geschmolzen, weil wir ihn Spiegel gezeigt haben. March 29. Diese Nachricht nimmt kein Ende. Das Tagebuch ist endlos. He found the door to my dreams. I am too weary to attempt any defense. I have no strength left to fight. Aber ich mag die Synchro voll. He considers me dead already. Could I possibly... Okay, er ist zurückgekommen. Er hat die Tor, er hat die Tür in meine Träume wiedergefunden. Ich bin zu ausgemergelt, um zu versuchen, mich wieder zu verteidigen. Ich habe keine Stärke mehr übrig, um gegen ihn zu kämpfen, und er weiß es. Er betrachtet mich bereits als tot. Könnte ich etwa? March 30th. How ironic! The cave my father sought for so many years is here, beneath the house. Wait, the butler discovered a crack in the cellar wall. A breeze blows in through it, icy and repugnant. I am filled with horror at the thought of my father dying in this place. Ich finde die Synchro super. Also es ist super ironisch. The cave my father sought for so many years is here. Ich verstehe nicht ganz, was Cave in dem Sinne irgendwie bedeuten soll, aber irgendwas, das sein Vater schon lange geplant hat, ist jetzt passiert. Keine Ahnung. Die Höhle unter dem Haus. Da ist eine Höhle unterm Haus. Anscheinend. Naja. The cave my father sought for. Ach. Die Höhle, nachdem sein Vater so lange gesucht hat, ist unter dem Haus gefunden worden. Jetzt verstehe ich's. Okay, der Butler hat einen Spalt in der Kellerwand gefunden und eine Brise Luft ist dadurch gefluschelt. Und deswegen ist es hier entdeckt worden. Und ich bin mit Horror gefüllt. Also nicht ich, er, ich auch. Aber vor allem der Autor dieses Zettels, beim Gedanken daran, dass sein Vater an diesem schrecklichen Ort gestorben ist. Die Batcave, vielleicht. I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. Ja, er wird den Anblick seines Gesichtes, das er bei seinem Herzinfarkt hatte, mit ins Grab nehmen. His body was twisted. He had wept. His fingernails were torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was Waits, who sometime later was informed that my poor father had in fact bitten off his tongue and choked on his own blood. Okay, ziemlich krass, aber ich finde den Synchronsprecher so super. Es macht mir so Spaß, dem zuzuhören. Also sein Körper war total verdreht und er hat geweint und seine Fingernägel waren herausgerissen und blutig, dadurch, dass er so viel am Boden rumgekratzt hat. Also er redet von seinem Vater, denke ich mal. Dr. Gray hat festgestellt, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist und... Waves? Was? Oder Waits? Ich weiß nicht. Irgendjemand wurde auf jeden Fall später informiert, dass sein armer Vater
hat sich seine eigene Zunge abgebissen hat und daran erstickt und an seinem eigenen Blut ertrunken ist anscheinend. Schön. March 31st. I explored the caverns in a dream. The dark man came with me. Strangely, I felt almost well. How can I describe what I saw? No. What words are capable of explaining such evil? Also er hat die Höhle unter der Villa in seinen Träumen erkundet und der dunkle Mann hat ihn natürlich begleitet, wie immer in seinen Träumen. Aber komischerweise hat er sich ganz wohl gefühlt und es war überhaupt nicht so schlimm. Und er kann aber unmöglich beschreiben, welch schreckliches Böse er da erlebt und gesehen hat. I realized that my death was of no interest to him. The dark man wants something else. He seeks a body. His avid servants are now free. I am the cause. It is almost funny. Ihm ist jetzt klar geworden, dass der dunkle Mann sich für seinen Tod überhaupt nicht interessiert. Der will ihn nicht umbringen, der braucht nur einen Körper. Und seine Schergen wurden jetzt freigesetzt und zwar ausgerechnet durch ihn selbst. Es ist fast schon lustig. A curse is on der Seto. From the foundations to the very rooftop. I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. The end is very near, I can feel it. I have taken the decision to... May he who finds this diary pray for my soul. Also der Fluch von Decreto ist im Fundament dieses Hauses bis zur Dachspitze zu spüren. Und er kann nicht länger leiden und das Böse hat das Haus umschlungen. Das Ende ist nah, er kann es fühlen und er hat jetzt eine Entscheidung getroffen und derjenige, die Person, die das hier liest, möge für seine arme Seele beten. Ja, finde ich ziemlich gut vorgelesen, aber uns springt gerade ein Hühnchen in den Rücken, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht genau, wie wir uns dagegen verteidigen. Wir sind in die Ecke gedrängt. Wir sind so gut wie tot. Genau, das Spiel kam für den PC raus. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich spiele es quasi emuliert. Ich habe es auf Good Old Games gekauft. Kann man also auf Good Old Games immer noch kaufen. Und da ist dann gleich DOSBox alles mit drin. Dann muss man da nicht lang rumbasteln. Das funktioniert. Das ist ziemlich cool. Und Good Old Games übrigens, ne, ich will nicht zu viel Werbung machen, dafür sollen mir die gefälligst Geld geben, aber auf Good Old Games kriegt man wirklich auch das Geld zurück, wenn man es nicht laut nach deren Anleitung zum Laufen kriegt. Die achten da drauf, im Gegensatz zu Steam. Da kann man es auch zurückgeben, wenn man es nicht zum Laufen kriegt, aber da hat man keine Garantie, dass es funktioniert. Okay, was machen wir jetzt? Hühnchen, oh Gott. Ich hätte mich echt heilen sollen. Ich habe 3 HP und der Ritter ist auch noch hinter uns. Ich glaube, wir müssen neu laden. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir sind tot. Jim. Okay. Macht nix. Wir haben jetzt eigentlich nur eine Viertelstunde lang ein Buch gelesen. Also überhaupt kein Problem. Wir haben keinen Fortschritt verloren. Und jetzt gehe ich nicht zur Ritterrüstung. Vielleicht lässt uns die dann in Ruhe. Aber trotzdem, das Hühnchen allein ist schon problematisch. Ich nehme jetzt mal das First Aid Kit. Open Search. Eine Flask. Flask Drink Eat. Ah. Und jetzt nehme ich den abgebrochenen Säbel in die Hand. Und jetzt soll das Hühnchen kommen. Oder vielleicht können wir auch... Warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Ich verlaufe mich sonst. Wer lacht da eigentlich so? Klingt ein bisschen wie Wesker. Findest du? Klingt eher wie so ein Muppet-Vampir. Hä? Wie bin ich denn bitte... Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich zu der ewig langen Notiz gekommen bin. Wo bin ich? Was? Der Gang oben war noch übersichtlich genug, aber jetzt schlägt mein unglaublich nicht vorhandener Orientierungssinn wieder zu. Geh mal da hoch, bitte. Ich muss mich irgendwie orientieren hier. Wir gehen jetzt mal nicht in den Keller. Wie bin ich denn... Hä?
Hä, wo bin ich? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Warte mal. Sitzt da irgendwie ein Geist? Sitzt da irgendwie ein Geist auf dem Stuhl? Seht ihr diesen roten Geist? Rote menschliche Gestalt? Ist das ein Gegner? Wow! Das Ding hat uns schnell gekillt. Damn it. Das Spiel wollte mal Resident Evil werden. Ich glaube, tatsächlich ist es eher andersrum. Resident Evil wollte mal dieses Spiel werden, so ein bisschen. Nicht wirklich. Ah, so ein bisschen. Okay, ja, böse Ritterrüstung, böser Geist und keine Ahnung, wie ich irgendwo hingekommen bin. Ist die Villa zufällig generiert? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich kann ich mich nur nicht orientieren. War da der Geist? Weil wenn da der Geist war, gehe ich da erstmal nicht. Nee. Ah, hier war das endlose Tagebuch. Warte mal. Vorhang. Was ist denn, wenn ich den Vorhang öffne? Hm, weiß ich nicht, da passiert irgendwas, aber... Nothing important. Ich höre draußen wahrscheinlich das Entchen blubbern. Das sieht so aus, als müsste ich da ein Bild hinhängen, oder? Ich nehme das mal. Okay, böses Entchen. Säbel. Nutzen. Hauen. Nein, lass dich nicht beißen. Nein, hau das Entchen. Oh, das ist aber mies. Okay, ich brauche einen anderen Rhythmus. Yes. Yes. Oh, der hat so viel Reichweite. Das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Ja, you feel weak. Dankeschön, Spiel. Guckt euch das an. Das ist doch Cheaten. Aber ehrlich gesagt brauchen wir die Aufzeichnung gar nicht, ne? Wirst du dir die Dokumentation zu George A. Romeros Resident Evil ansehen, wenn sie rauskommt? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, wir hätten um ein Haar... In einem Paralleluniversum gibt es tatsächlich eine Timeline mit guten Resident Evil Filmen. Mit sehr guten Resident Evil Zombie Filmen. Aber leider ist das nicht unsere Realität. Ich glaube, mit Treten kommst du besser zurecht. Ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die besser kickt, wie mit dem Säbel zu haut. Wobei Leon, ich wollte gerade sagen, die ist eher so Leon mit den Roundhouse-Kicks, aber Leon könnte auch mit dem Messer umgehen. Sie ist halt nur eine halbe Leon. Oh nein, nein, nein. Okay. Okay. Ich komme später wieder. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Weißt du, ich gucke jetzt einfach mal, was wir überhaupt... Aha, dieser Raum ist dunkel. Ich gucke jetzt einfach mal, was wir für Möglichkeiten haben. Dann können wir nämlich immer noch, wenn wir sterben... Die Lampe ist aus. Ja, wie mache ich sie denn an? Ich habe ja Öl. Öl ist drin. Put, drop, throw, reload, reload. You have no... Hä? Warum funktioniert die Lampe nicht? Ah, weil ich vielleicht kein Feuerzeug habe. Das könnte sein. Das Spiel kommt glatt von Akte X sein und du spielst gerade Dana Scully. Vielleicht eine Vorfahrin.
aus den Südstaaten. Ah. Ey, ich würde die nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst, aber die Kicks am Anfang, wir haben schon einige Zombies einfach weggekickt. Also, die ist schon wehrhaft. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Aber hey, eine Monstervielfalt haben wir hier, oder? Killerhühnchen, Zombies, fleischfressende Schleimpflanzen, geisterhafte Tornados und eine Axt! What, das ist ja... Hallo! Ich mag das Spiel nicht mehr. Jetzt sind wir an dem Punkt. Ich fand den Einstieg sehr gut. Ich bin durch damit. Das Spiel ist für mich gestorben. Nee, Quatsch. Wir schauen mal. Weniger von dem Spiel beeinflusst waren die Resident Evil Filme schon gut. Was? Weniger von dem Spielen beeinflusst waren die Resident Evil Filme schon gut. Wer die Spiele kannte, wurde enttäuscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sagen würde, dass die Filme so gut waren. Also das sind ja auch ein bisschen trashig, ne? Die sind ja auch quatschig. Der erste ist, finde ich, noch der beste, aber den fand ich schon nicht gut. Aber ich will euch nicht absprechen, dass ihr die nicht mögen dürft, obviously. Aber ich sag nur, ich finde die nicht gut. Auch nicht unabhängig von Resident Evil. Das ist Alone in the Dark. Laut Shinji Mikami eine große Inspiration für Resident Evil. Okay, ich habe noch einen Schuss mit meinem Rifle. Oh, okay, ich habe eine Idee. Jetzt passt mal auf. Ich gehe jetzt nochmal durch zu dem Bild mit der Axt. Und dann, und jetzt passt auf, wenn das klappt, bin ich so stolz auf mich. Ich fühle mich so schlau. So gute Adventures schaffen das, dass man sich schlau fühlt. Dann ist das immer gut. Wenn man auf irgendeinen Blödsinn kommt und denkt sich, oh, könnte das klappen? Das kann nicht klappen. Könnte das klappen? Es wäre so geil, wenn das klappt. Und dann macht man es und es klappt wirklich. Dann ist es immer gut. Ich speichere jetzt mal, damit wir die Treppe nicht 100-mal nochmal runtergehen müssen. Okay, Achtung. Böser Axtmann. Mal schauen, ob du der Macht meines indischen Teppichs gewachsen bist. Es ist so geil. Oh, das freut mich. Das ist so awesome, oder? Jetzt zieht er mich nämlich nicht mehr. Und ich kann hier einfach durch seinen Gang gehen. Und es fliegen keine Äxte mehr. Nein! Will mich das Spiel verarschen? Ey, ich kann dem Spiel nicht böse sein. Ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ich glaube, da ist ein Pfeil irgendwie. Warum folgt die Kamera jetzt dem Pfeil, wie er da im Kreis fliegt? Und nicht mir? Muss das so sein? Was ist das? Was macht der Knopf eigentlich? Ah, auch nicht schlecht. Okay. Ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Oh, warte. Ich kann mich noch bewegen. Ich höre ihre Schritte. Aber wo gehe ich hin? Du bist gerade im Spiegel gestorben und deine Seele ist in den Pfeil übergegangen. Was ist das jetzt? Ich glaube, wir müssen neu laden. Das war weird. Das machen wir nicht nochmal. Aber ich war so stolz auf mich. Ich habe mich so gefreut. Und dann das. Was machen wir denn gegen böse Pfeile? Ich glaube... Oh, warte mal, ich habe einen Bogen.
ich, keine Ahnung. Ich halte mich hier an Strohhalmen fest, ne? Ah, gucken wir mal. Jetzt kommt der Pfeil. Und ich spann den Bogen und fang damit den Pfeil auf. Okay, es hätte ja sein können. Was weißt du nicht? Guck die... Was ist denn das? Warum folgt denn da die Kamera mit den Pfeilen? Okay, das Spiel will offensichtlich nicht, dass ich hier an der Stelle weiter laufe. Ich hab's verstanden. Wir haben jetzt mal hier den Axtmenschen abgehängt. Das ist schon mal gut. Aber das ist noch nicht alles. Hier ist der dunkle Raum. Hier ist der Pflanzenraum. Ich gehe nochmal in den Pflanzenraum und versuche mal ganz schnell den Schrank zu durchsuchen, bevor die Pflanze uns isst. Aber Turbo jetzt. Schnell. Schnell. Erste-Hilfe-Paket und raus da. Und jetzt gehe ich vielleicht auch gleich nochmal in den Geisterraum. Ja, das ist überhaupt nicht der Geisterraum. In den Raum wollen wir nicht gehen. Moment mal, wo war denn dann der Geisterraum schon wieder? Das ist doch der Dunkelheitsraum hier, oder? Das ist der Dunkelheitsraum. Ja, dann weiß ich nicht mehr, wo der Geisterraum ist. Ist vielleicht auch besser so. Na gut, dann lassen wir das jetzt mal hier sein, wie es ist. Ich speichere mal kurz. Und gehe in den Keller. What could possibly go wrong, wenn man in so einem alten Herrenhaus in den Keller geht, oder? Passt doch. Hat das Spiel auch eine Art Karte? Das ist eine gute Frage. Und ich, wenn, dann habe ich sie noch nicht gefunden. Also entweder die Taste oder den Gegenstand. Oh, die Küche. Guck mal, ich... Oh, was ist das? Ein Topf Suppe. Soll ich die Suppe mal essen? Yuck. Was stand da? Some human flesh. Okay. Lag da mal Brot auf dem Tisch und hat das schon Abdruck hinterlassen? Oder liegt da noch irgendwas und verschmilzt mit dem... Ah, Matches. Matchbox. Nice. Meine Lieblingsautos. Das speichere ich. Das ist ein Erfolg. Der muss gespeichert werden. Jetzt können wir nämlich wahrscheinlich die... Das wollte ich nicht. Ich will da nicht rein. Raus. Jetzt können wir nämlich wahrscheinlich die Laterne... Was ist das? Schrank, oder? Oh nein, da kommt ein Zombie von hinten. Und grunzt hier irgendwie rum. Okay, fight. Kick! Kick! Komm, den kicken wir weg. Nee, Mist. Jetzt hat er uns. Jetzt sind wir in der Falle. Da kommen wir nicht mehr raus. Dammit. Wir sind tot. Ich kann nicht so schnell zuschlagen wie der. Das ist eigentlich voll gemein. Oh, ich hab's geschafft. Nee. Ah, oh, das ist so gemein. Das kommt hier, das ist hier oft wirklich auf dem. Also super gemein, die Kollisionsabfrage. Der hat viel mehr Reichweite als ich und ist schneller. Nee, ich fühle mich schwach. Oh, er ist tot. Wir leben noch. Ich speichere mal nicht, aber wir leben noch. Wir leben noch und wir haben doch vorher ein Heilmittel gefunden, ne? Dann nehmen wir das mal. Ich sehe schon, das Inventar wird sehr überladen, schon bald. Dammit. Ah, überall. Hey, egal was man macht, das Spiel sagt, haha, das hättest du lieber nicht machen sollen. Selber schuld. Man kann das Spiel am besten nur gewinnen, wenn man es nicht spielt, habe ich das Gefühl. Ein Messer. Oh, noch ein Messer. Zwei Messer? Also ich hätte das Spiel schon lange aufgehört zu zocken. Na, ganz so leicht zu frustrieren würde ich doch wieder nicht. Solange es noch Wege gibt. Wenn ich irgendwie mal komplett hänge
und wir kommen nicht mehr weiter und ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will, dann ist für mich vielleicht auch Feierabend. Aber aktuell ist noch alles gut. Ich glaube, ich gehe wieder. Habt ihr das gesehen? Der komplette Raum war einfach mal voll mit Redshirt-Zombies. Ach, guck. Einmal im Kreis gelaufen. Warum ist die Villa so riesig? Ich kenne mich doch... What the fuck ist denn los? Ich habe Angst, dass die auf mich losgehen, sobald ich denen zu nahe komme. It's locked. Ich habe ein paar Schlüssel, die wir versuchen könnten. Wir könnten auch in den dunklen Raum nochmal hoch, ne? Ne, aber ich habe hier nicht... Das passt schon. A dining room. Die wollen ein Chill, ja, ein Emily Sandwich, genau. Lauf. So viele Türen. Komm, gehen wir einfach wieder. Was? Ich habe nicht mal verstanden, was das Spiel von mir will. War das gerade eine riesige Raupe oder so? Okay, wir gehen jetzt nicht in die Vorratskammer, weil ich werde mich nicht nochmal wegen ein bisschen Öl, das wir gar nicht brauchen, mit dem Zombie auseinandersetzen. Oh Mann, ey. Was ist denn das? Das ist irgend so ein fetter Tunnelwurm. Saugt uns einfach ein. Oh, ein Schlüssel. Oh, Kekse. Nice. Nein, ich höre schon wieder Musik. Was ist denn schon wieder? Emily, wir gehen jetzt. Damit haben wir nichts zu tun hier. Hey, man muss so schnell zweimal hintereinander drücken, damit sie wirklich rennt. Wirklich. Ich schaff's oft nicht. So, ich versuche mich jetzt mal irgendwie zu orientieren. Aha, oh. Ich will den Ritter nicht wecken. Ganz vorsichtig, Emily. Okay, gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Jetzt gehen wir in den dunklen Raum. Ich glaube, der war da. Da ist ganz schön viel kreisförmig geordnet hier, merke ich so. Ganz schön viel Rundgänge. Emily, lauf doch! Ich schaff's einfach nicht. Jetzt laufen wir. Okay, Emily, wir gehen in den dunklen Raum. Wir nehmen die Streichholzschachtel, nutzen die und nehmen... Warum steht da... Guck mal, unter jedem Fenster steht in the dark. Einfach nur in the dark. Da steht aber erstens nirgends alone und zweitens steht unter jedem Fenster in the dark. Warum? Und nutzen die Lampe. Und es ist hell. Oh, aber wartet mal, wenn ich jetzt auf Open Search gehe... Genau, dann ist der Raum dunkel. Ha. Huh. Kann ich die Lampe... Kann ich die abstellen? Shit. There is no room. Okay, gut. Ich dachte, jetzt habe ich die Lampe in den dunklen Raum gestellt. Na, das wäre super gewesen. Okay, alles gut. Dann schauen wir uns mal so um. Was ist denn das? Eine sehr schwere Statuette. Und ein Buch. Lesen wir das Buch. A Brightness from Afar by Lord Boleskine. An account of his celebrated voyage to New England. 1824, Alistair Publications, Cambridge. Okay, ein Licht aus der Ferne. Das ist ein Buch von einem Lord Boleskine, der 1894 Neuengland entdeckt hat oder entdeckt. Following a splendid journey, the sunny harbor came into sight.
The locals were much impressed with one's arrival in their midst. One had time to sketch several of them and notice signs of degeneracy. Some children showed one their queer hands that would inspire uneasiness. Ja, er ist halt da hingekommen und alle waren sehr beeindruckt, weil man halt so ein weirder Kerl mit so einem weirden Schiff ist. Upon the promise of a few coins, a child has undertaken to reveal to one a most prodigious phenomenon of a natural order. One admits to being skeptical as to the prodigiousness of the marvel, whatever it may be. Indeed, one suspects it to be little more than an evening stroll to some charming wooden hut situated in the forest hereabouts. One will nonetheless go, for it is always well to submit to such local enthusiasms. Im Grunde steht da ungefähr auf 500 Seiten geschrieben, dass ein Kind gesagt hat, hey, gib mir Gold und ich zeig dir was Cooles. Und er hat gesagt, okay. One admits to being somewhat flabbergasted. Flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the apocalypse from the inky celestial vault. Certain distant stars, normally invisible to the naked eye, were clearly visible, glittering indeed with a strange intensity. The heavy clouds that had settled above the village had no hold over that place. Der Himmel war ziemlich geil. It would be pointless to offer here the names of the constellations one perceived in utter clarity. Apart from the interminable length of such a list, one might conceivably risk being charged with exaggeration. Man hat voll gut die Sternbilder gesehen. The cross cast its shadow on the ground. The sea in the distance was dead calm. Tonight, one will return to that spot and draw those stars. Tomorrow night, one will at last see Halley's Comet in all its brilliance. The youngster will carry torches. Despite one's developed sense of direction, honed by years of travel, one feels incapable of finding one's way through the dark forest unaided. Morgen will er sich einen Kometen angucken und zum Glück sind da die einheimischen Kinder, weil obwohl er schon echt viel rumgekommen ist und viel erkundet hat, kennt er sich überhaupt nicht aus. The drawings will, one is convinced, set light to the souls of men. Und das Licht des Kometen wird die Seele des Menschen entflammen. Oder so. A moon! One lost count of the craters, so sharply was their definition. Loath as one is to seem excessive in one's appraisal, one cannot but feel that the forest clearing is indeed a place outside the common laws of time and space. Surely it is not an hallucination. Und der Mond ist auch richtig geil. So geil, dass er glaubt, dass das hier irgendwie ein magischer Ort ist, der außerhalb von Raum und Zeit existiert. Und er glaubt nicht, dass es eine Halluzination ist, sondern irgendwas ist hier echt crazy an dem geheimen Ort, wo ihm die Kinder hingeführt haben. Dass der Himmel so nice aussieht. How strange to consider that idle conversation, some research in the British Museum and a voyage to this backward village should culminate in so astounding a discovery. It may be that others have noticed the extraordinary nature of that place. How else could one explain the presence of that cross? Und irgendjemand muss schon mal irgendwie diesen Ort entdeckt haben, weil wie soll man sonst die Existenz dieses Kreuzes begründen? Ende. Ich weiß nicht, von welchem Kreuz er redet. Wir erfahren sonst nichts. Ich speichere jetzt. Auch wenn ich befürchte, dass jetzt, in dem Moment, wenn ich fertig gespeichert habe, hinten wieder irgendwas aus dem Schrank springt oder so. Doch nicht. Das wäre super gemein, weil wir hier voll in der Dunkelheit sind. Ich könnte nicht mal kämpfen. Okay, ich glaube, wir gehen einfach wieder. Haben wir hier drin jetzt irgendwas gefunden, außer das Buch? Ah ja, eine sehr schwere Puppe. Keine Ahnung. Seit wann streamst du Mittwoch? Seit wann ich Mittwoch streame? Streamstag und
Stritzdwoch. Seit kurzem tatsächlich erst. Das ist ein Bonus-Stream. Ich streame ja aktuell Dienstag die komplette Resident Evil-Reihe, alle Hauptteile und Nebenteile, alles, was es gibt, für immer. Und während ich ein Spiel spiele, gibt es immer zwei Bonusziele, die erreicht werden können. Und dass wir heute Alone in the Dark am Mittwoch spielen, ist quasi eines der beiden Bonusziele von Resident Evil 1 gewesen. Und mittlerweile haben wir schon das erste Ziel von Resident Evil 2 geschafft, das wir jetzt auch spielen gerade. Und zwar, dass wir uns Resident Evil 1.5 nächsten Mittwoch anschauen, auf das ich auch schon sehr gespannt bin. Ein Prototyp, ein eigentlich nie veröffentlichter Prototyp von Resident Evil 2. Und einen Bonus gibt es noch zu erreichen, den sieht man da oben. Wenn die Followerzahl hier erreicht wird, noch während wir Resident Evil 2 spielen, also ein, zwei Wochen haben wir noch wahrscheinlich, dann gibt es noch einen zweiten, sehr coolen, sehr witzigen Resident Evil 2 Bonus. Eher so ein kleines Häppchen noch oben drauf, sage ich gleich, damit keiner enttäuscht ist, aber ein cooles Häppchen. Deswegen wäre es sehr nice, wenn wir das auch schaffen. Kreuz, glaube ich, im Sinne von Kreuz, Kreuz. It's locked. Oh, warte mal, die Tür geht auf. Waren wir hier schon eigentlich mal? Aber die Tür ist verschlossen. Ich benutze mal den Schlüssel, den wir gefunden haben. Nee, der war nicht richtig. Oh, ein Garten. Eine Ziege und eine weiblich Statuenperson und eine Ziege. Okay, gut. Gehen wir da rein. Oh, was ist das schon wieder? Das sieht gefährlich aus. Ich habe Angst. Ich speichere lieber. Oh, es ist schon wieder so ein Todestornado. Ich gehe einfach. Nein, Todestornado, du kannst nicht den Raum verlassen, oder? Und ich kann nicht laufen. Doch, jetzt läuft sie. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd, wenn mich der Todestornado verfolgen kann. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ja, ich spiele das komplett blind. Ich weiß überhaupt nichts über das Spiel. Ich habe das Gefühl, der wartet immer noch draußen auf mich, der Todestornado. Und ich bin hier im Zombie-Raum. Okay, versuchen wir wenigstens mal. Das war ein guter Tipp und gute Idee aus dem Chat, dass wir das hier da auf den Tisch droppen. Es steht auf dem Tisch tatsächlich. Sonst passiert nicht viel. Ich weiß nicht, ob der Geist jemals wieder verschwindet, Leute. Ach, guck mal, der Zombie hat sich wieder hingesetzt und ist wieder zufrieden. Aber dieser Geistertornado macht mich ein bisschen fertig. Warum wird es hier so schwarz-weiß? It's locked. Ich habe einen Schlüssel. Nee, immer noch verschlossen. Ist das ein Aschen? Ist das eine Zigarre, die raucht? Oder was ist denn das? Ignoriert einfach den Geistertornado. Den habe ich ausgesperrt. Geistertornados können nicht durch Türen gehen. Ihre einzige Schwachstelle. Oh, eine Schallplatte und ein Buch. Und ich habe einen Schallplattenspieler gefunden irgendwann mal, oder? Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich den nicht mehr. Vielleicht habe ich den in einer anderen Realität. Ja, glaube ich schon. Na gut. Yo, why? Hört das jemals wieder auf? Oh Gott. Ist das ein Pirat? Ich habe leider keinen Degen, um gegen den zu kämpfen. Ich kann ein Messer auf ihn werfen. Hua! Ist er gerade irgendwie mit einem Fancy-Sprung ausgewichen? Oh shit. Jetzt bin ich, glaube ich, tot.
Boah, der ist crazy. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Was ist das hier? Also. Ich glaube, ich muss irgendwie den Säbel reparieren. Damit wir an den Piraten vorbeikommen, nehme ich mal an. Aber was mit diesem Geistertornado ist, ich habe keine Ahnung. Brauche ich ein Photonpäckchen, eine Geisterfalle, einen Staubsauger? Und ich habe schon wieder eine Schallplatte gefunden. Musik, dann tanzen die. Und dann werden sie nicht zu bösen Geistertornados wahrscheinlich. Aber das Grammophon habe ich halt leider in einer anderen Realität mal aufgehoben. Spiel ist echt hart. Ja, ja, total. Aber wie gesagt, ne, das ist halt so ein typisches, klassisches Adventure. Alles bringt dich um. Und ah, das Laufen ist das Schwerste am Spiel. Warte mal, ich habe noch nie die Ziege durchsucht. Das Mädchen hat da auch irgendwie einen Beutel oder so um die Schulter geschwungen. Können wir da was machen vielleicht? Aha! Ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Oh, man kann nichts mehr. Oh Gott, Spinnen! Master Cerberus ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Master Cerberus, vielen, vielen Dank für dein Abo. Das ist super nice und super cool von dir. Na, muss ich vor den Spinnen überhaupt Angst haben? Können wir die nicht vielleicht einfach kicken? Weil da ist noch... Das ist halt jetzt blöd, dass mein Inventar voll ist. Aber ehrlich gesagt, brauche ich die ganzen Bücher hier? Ich würde sagen, die throw ich weg. Anscheinend verlassen die Spinnen den Raum nicht. Dann sollen die da drin bleiben. Mir auch wurscht. Okay, ich speichere jetzt mal. Wir haben nämlich... Ich habe schon so viel Safe Games. Ich überschreibe das wieder. Wir haben nämlich... einen Pfeil, beziehungsweise sogar mehrere Pfeile. Ich gehe jetzt mal zu dem Flur mit dem amerikanischen Ureinwohner, der immer Pfeile schießt. Wir haben ja schon den Axtwikinger besiegt mit einer Wolldecke. Ah! Ah! Hier ist das Grammophon. Aber wir können schon wieder nichts mehr tragen. Wir dürfen nur die Geisterlady nicht verärgern. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn alles wegwerfen? Ich esse mal die Keksbox. Wir fühlen uns besser. Na guck. Dann werfe ich mal weg die leere Flasche hier. Beziehungsweise lege ich die vorsichtig auf den Boden. Und das leere Erste-Hilfe-Paket. So ein bisschen Resident Evil Zero hier gerade, ne? Okay, Geisterfrau, dürfte ich mir dann Grammophon ausleihen? Hä? Gibt es da irgendwie so eine Art Gewichtssystem oder warum kann ich trotzdem nichts mehr nehmen, obwohl ich gerade Sachen abgelegt habe? Ist hier die Ritterrüstung? Ich glaube schon, da müssen wir wieder vorsichtig sein. Dass wir die nicht aufwecken. Okay. Warum kann ich das Grammophon nicht nehmen? Machen wir mal. Keine Ahnung. Empty Oil Drop. Wahrscheinlich ist das alles so leicht. Was ist gerade ihr Rücken? Die sollte echt mal so zum Chiropraktiker gehen oder so. Das hat sich nicht gut angehört. Hallo, Marianne. Wie geht's? Oh, was machen wir denn? Okay, schauen wir mal, ob es jetzt schon reicht. Ich speichere mal nochmal. Wir haben viel geschafft seit dem letzten Save.
ich gehe jetzt in das Geisterzimmer. Ne? An der Ritterrüstung vorbei ins Geisterzimmer. Es ist schon. Und ich darf nicht über meine alten Items laufen, weil sonst hebe ich die wieder auf. Wir haben es uns hier schon schwer gemacht. Also gut, Geisterlady. Ganz ruhig bleiben, bitte. You can't carry anything else. Lass mich jetzt. Was willst du? Ja, dann nehmen wir das Grammophon jetzt erstmal nicht mit. Geh nicht zu nah an die Geisterlady. Die wird zu einem Geistertornado. Das wollen wir nicht. Ja, es sind schon sehr klischeehafte Geister, Grusel, Monster, ne? Direkt aufspielen, meinst du? Das wäre auch eine Idee gewesen, tatsächlich. Ja, da habt ihr recht. Ich bin eh falsch gelaufen. Können wir auch gleich nochmal zurückgehen und das versuchen. Da habt ihr recht. Wir können mal versuchen. Oh, mein Arm tut weh, ey. Vom ständigen Versuch zu laufen, der aber leider nicht funktioniert. Nein, ich latsche auf meine alten Items. Gut. Nee, leave. Oh Gott, jetzt rennst du, oder was? Okay, cool bleiben. Cool bleiben, Leute. Leave. Manchmal rennt sie dann einfach. Ich mag sie nicht. Emily ist nicht meine Freundin. Okay, aber wahrscheinlich funktioniert's nicht. Record, use. You have nothing to listen to it. Ja, blöd. Ich versuche jetzt die Pfeile auf den Native da oben zu schießen. Auf das Gemälde. Das pfeilschießende Gemälde. Oben ist gut. Ich weiß nicht mal mehr, wo der war. Aber ich glaube, ich weiß es doch vielleicht. Blöder Ritter. Ist das nicht ein Gericht? Ist das nicht eine Mahlzeit, blöder Ritter? Wenn nicht, sollte es das sein. Aber es gibt wirklich sowas Ähnliches. Dicker Ritter, oder? Irgendeinen Ritter kann man essen. Das war der dunkle Raum. Ich glaube, wir sind richtig. Okay, Achtung. Okay. Bogen. Bögen vor. Und. Feuer. Der geht voll daneben. Super. Ist aber auch ein bisschen schwer hier. Ich hätte sowas von vorher speichern sollen. Ach, guckt euch das an. Was soll denn das? Wie weit kann ich denn gehen, bevor der anfängt zu schießen? Ach, dammit. Jetzt bin ich tot. Okay. Der arme Ritter, danke schön. Das war's. Aber ich finde grundsätzlich die Idee, würde ich jetzt mal noch gar nicht verwerfen, mit dem Pfeil auf das Gemälde schießen. Ich finde es auch interessant, dass da eine Tür war. Zu der könnten wir nämlich kommen, ohne. Es gibt zwei Ritter, die man essen kann: Armer Ritter und Rittersport. Du hast absolut recht. Absolut richtig. Aha. Ich finde das Bonus-LP für mich jetzt schon legendär XD. Super, das freut mich sehr. Dankeschön für die 100 Bits, Simon. Super nett. Okay. Wir brauchen die Öllampe wieder. Und wir sehen was. Ist ein bisschen lustig, weil wir konnten gerade in den Raum reinschauen und der war hell. Oh nein. Was ist denn jetzt da hinten schon wieder? Irgendeine Nebelente. Da ist offensichtlich ein Geheimgang hier. Können wir. Nee, können wir nicht. Ich habe keinen Bock auf skelettierte Nebelenten, die mich hier durch ein Labyrinth aus Büchern verfolgen.
Hey, das ist sowas von die Resident Evil 4 Ashley-Passage, oder? Im Remake. Lauf! Nebelpixelente kommt. Oh Gott, sind da mehrere Nebelenten? Nee, es ist nur die eine, aber ich glaube, die kann durch Wände gehen. Das ist aber auch ein bisschen unfair. Können wir die Tür öffnen? Oh mein Gott, schnell. Es kommt. Was auch immer es ist, es kommt. Ach, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Kommt die Nebelente hinterher? Ich glaube nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Cutmo, danke schön für die 30 Bits. Nur mit Ashley kann man mehr... Hat man mehr gesehen. Okay. Sieht ein bisschen lustig aus, ne, das Männchen. Ah ja, genau. Da hatten wir noch das Bild, ne? Das uns hier stört. Ich speichere mal. Ey, ich habe das Gefühl, ich spiele uns hier voll in eine Sackgasse. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwie versprochen habe, dass wir das Spiel durchspielen. Das werden wir nicht schaffen. Nicht ohne Guide oder so. Okay, Achtung. Und Feuer frei. Haben wir getroffen? Anscheinend nicht. Der cheatet doch. Der kann mich doch nicht durch die Wände durchtreffen. Kann er eben doch. Das ist das Gemeine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alex, vielen, vielen Dank. Was machen wir denn hier? Ich glaube ehrlich gesagt, das mit dem Bogen ist Quatsch, oder? Ich kann den nicht. Ich kann nicht so genau zielen, dass ich den treffe. Das wäre reines Glück und. Das wäre ein Treffer gewesen, definitiv. Und es hat funktioniert. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade noch sagen, dass das Quatsch ist und nicht funktionieren kann. Und dann sowas. Kamera? Kannst du wechseln? Dankeschön. Nein, das hat tatsächlich funktioniert. Das Wallhack-Gemälde, ja, voll. Okay, das hat geklappt. Nice. Ich hätte das echt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür hier. Und wir finden ein Buch. Das sieht weird aus. Guck mal, da vorne sind. Ist da was drin in dem Buch? Ist das ein Schloss? Aha, it's a fake book. Und das bringen wir jetzt in die Bücherei. Und packen es in dieses komische Ding, das so aussieht wie eine Tür, wo wir von dem unsichtbaren Skelett verfolgt werden. Nothing. Oh, guck mal, unsere Hauptfigur verschmilzt voll mit dem Hintergrund, wenn ich da hingehe. Als hätte sie einen Invincibility-Suit an. Achtung mit dem. Oh, sie ist so gut wie verschwunden. Wenn sie nicht so grünlich an den Rändern wäre, ne? Hier. Bam. Halbe Person. What? Okay. Ich gehe. Mit Fenstern habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wollen wir die Vorhänge zumachen? Nee. Nothing important. Okay, was haben wir jetzt gefunden? Ein Fake-Book, ne? Okay. Dann gehe ich nochmal in die Nicht-Fake-Bücherei. Oh! Ich habe vergessen, dass es hier drin dunkel ist. Wie viel Laternenpower haben wir noch? Oh, geht. Oh Gott. Okay, super weirdes Regal. Falsches Buch. Ha, super put. The room is dark. Danke. There is no room. Ha, es hätte ja sein können. Bitte lauf doch. Weirdes lila Skelett ist hinter uns her. Du machst es aber auch spannend hier. Oh Gott. Nein, lieber nicht.
Hier sieht es auch so aus, als wäre da eine Buchlücke, ne? Ich mach mal, bevor der da durchkommt. Falsches Buch. Putten. The room is dark. There is no room. Das ist eine geile Meldung, oder? Oh. Ich habe mal eine Frage bezüglich Resident Evil. Sind Nemesis und Mr. X sich jemals einfach so in Raccoon City über den Weg gelaufen? Und wenn ja, was haben die dann gemacht? Was haben die dann gemacht? Das ist irgendwie eine lustige Frage. Ich habe da so gemeinsames Picknick oder so Bilder vor dem Kopf. Nicht, dass man wüsste, dass die sich jemals begegnet sind. Tatsächlich wurden ja zumindest, wenn man nach dem Original Resident Evil 2 geht, glaube ich, mindestens 6 Mr. X's in Raccoon City freigesetzt. Wer weiß. Aber die Mr. X's werden ja durch so komische Sender im Ohr, im Gehirn relativ gut gesteuert. Die sollten nicht auf Nemesis losgehen. Und Nemesis wirkt jetzt auch nicht so, als würde er irgendwie Zombies und so weiter tatsächlich bewusst attackieren. Ne? Insofern werden die schon harmonieren, die beiden. Kann ich mir vorstellen. Hi, das ist Railgun. Erst Let's Playst du fast gar nichts mehr und dann streamst du gefühlt jeden Tag. So ist das eben. Oh, ich habe vergessen, dass ein Skelett hinter uns her ist. Moment. Ja, ich habe mal wieder Bock. Die Idee, dass wir alles Resident Evil-ige spielen könnten, hat mich inspiriert. Oh Gott, ey. Puh. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir haben da drin noch eine giftige Pflanze. Wir hätten jetzt eine Schallplatte. Ich kann nur aus irgendeinem Grund, was mich echt ein bisschen nervt, den Schallplattenspieler nicht mitnehmen. Den Topf mit gammeliger Suppe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man eine Karte wäre schon auch gut, ne? Sie hat was von Sarah Morgan. Wer ist denn Sarah Morgan gleich nochmal? Gib mir mal eine Franchise oder irgendwas. Kann ich die eigentlich wirklich als Waffe? Ja, kann ich wirklich als Waffe benutzen. Wow. Das ist halt gut, ne? Mit Nahkampfwaffen. Man hat diesen, ich hau und gehe nach hinten weg Move. Der ist auch ziemlich relativ schnell im Vergleich zu anderen. Ich mag das Messer. Ich würde das gern mal gegen so einen Zombie oder sowas testen. Moment, ich speichere mal kurz. Bis jetzt läuft ja alles noch einigermaßen okay. Sarah Morgan, britische Schriftstellerin. Ach so, nee, dann kenne ich die vielleicht nicht. Wieso wurden die Mr. X's überhaupt freigesetzt? Leon und Claire waren ja keine Bedrohung. Beweise, Zeugen vernichten. Ja, Umbrella war nicht so glücklich über den Ausbruch in Raccoon City. Und die wollten das vertuschen. Und da der Polizeipräsident bei denen auf der Gehaltsliste stand, mussten unbedingt alle Polizisten sterben. Und deswegen haben die zumindest den Mr. X im Polizeirevier genau deswegen losgeschickt. Es sollte jeder Polizist und jede Person im Polizeirevier sterben. Das war das Ziel dieses Einsatzes. So, jetzt komm her. Dammit. Ich weiß nicht so recht. Unentschieden? Wenn ich nur ein bisschen mehr Reichweite hätte, ne? Yes! Das Ding haut rein, aber ich weiß nicht, ob es den Kampf wert war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Nothing important. Wo kam der jetzt eigentlich her? Sollten wir da nicht eine Sequenz kriegen? Dass da was am Fenster, durchs Fenster springt? Keine Ahnung. Hallo, Candid. Wie geht's? Candid. Der Gegner sieht aus wie dick Dodo. Wie ein dicker Dodo.
Was machen wir mit der Pflanze hier? Müssen wir da überhaupt noch hin? Es könnte was im Klo sein oder so, ne? Keine Ahnung. Das Ding ist langsam. Aber wir auch. Hallo, weißt du was? Weißt du was? Ich hau's mit dem Messer. Yeah! Also wenn das Ding HP hat, ist es jetzt so gut wie tot. Naja, ich habe Zeit. Hallo, Funky. Eben. Ich weiß nicht, ich könnte das noch lange machen, aber keine Ahnung. Top 10 Epic Enemy Battles, ja. Leider, ich schätze, es ist leider nicht so effektiv. Ich bin sicher, dass ich treffe. Da spritzt Blut und es macht Batsch, Batsch. Aber warte, vielleicht muss ich die Ranken durchschneiden. Hey, der Angriff ist noch schneller. Ja, ich befürchte auch, dass wir das Ding so nicht besiegen. Warte, wir müssen nur schnell sein. Okay, Schadensanimation, Action, durchsuchen, umdrehen, durchsuchen. No water, okay. Jetzt schnell wieder raus, bevor uns das Ding beißt. Okay, cool. Hat doch ganz gut funktioniert. Hack and Slay, aber sowas von. Leider ist das ein blöder Cheater-Schleim. Erinnert mich an Ghostbusters, dieser Schleim, der aus der Wanne nach uns greift. Höchstwahrscheinlich inspiriert davon. Aus welchem Jahr ist Ghostbusters? Alexa, aus welchem Jahr ist der Film Ghostbusters? Der Film Ghostbusters ist vor 39 Jahren am 8. Juni 1984 in den Vereinigten Staaten. 84! Okay. Aha, was ist denn, wenn wir ein Streichholz benutzen? Um das... Okay. War hier nicht auch irgendein Monster? Ja. Ich gehe da nicht rein. Lämmer mit dem Köpfchen vor die Wanne. Lämmer mit dem Köpfchen vor die Wanne. Immer. Ach so, immer mit dem Kopf. Ich verstehe. Hast du schon mal ein Cosplay von Barry Burton gemacht? Nee, aber tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, ob man das vielleicht bei der nächsten Gamescom machen könnte. Wirklich. Das wäre wahrscheinlich so der beste Videospielcharakter. Resident Evil würde ja noch dazu passen zu mir, wenn es um sowas, also wenn es um Cosplay geht für mich. Habe ich mir schon gedacht auch, ja. Da, Monster, aber Monster, guck mal. Du musst gar nicht böse sein. Du musst mein Hirn nicht essen, weil ich habe Suppe dabei. Und ist Suppe nicht besser? Nein! Achso, warte, ich habe mich nur verdrückt. Monster, warte, nicht hauen! Nicht hauen, ich habe mich nur verdrückt. Guck, und jetzt alles gut, oder? Habt ihr das gesehen, als mich das Monster jetzt gehauen hat? Was sind alle anderen kurz aufgestanden? Aber dann kam das Essen und jetzt sind alle wieder glücklich. Oh je, oh je. Nicht fighten. Nein, openen, searchen. Nothing important. And nothing else matters. Okay, hier ist der komische rauchende Aschenbecher und ein Feuerzeug, das ich wahrscheinlich wieder nicht nehmen kann. Doch. Aber ich habe doch schon Streichhölzer. Was? Ach, guck mal, sie hustet dem Rauch. Alles klar. Der blöde Aschenbecherrauch ist sogar noch ein Hazard.
Mini Barry, so klein bin ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie groß Barry ist. Alexa, wie groß ist Barry Burton? Ja, okay. Der ist 5 cm größer als ich. Aber dafür bin ich wahrscheinlich dicker. Insofern gleicht sich's wieder aus. Hier waren wir auch schon mal. Na, warte, nicht an die Tür gehen. Ich kann mich erinnern. Nicht an die Tür gehen. Da kommt das komische Wurmloch. Oh nein, und hier kommt der Pirat. Okay, warte, was habe ich denn? Ich bin mir sicher, ich brauche den kompletten Säbel, damit ich gegen den kämpfen darf. Der ist wie Guybrush Threepwood. Ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht wegrifeln. Ich versuch's erst gar nicht. Ich gehe einfach. Verfolgt mich der? Bleibst du in dem Gang, bitte? Hm? Ja? Okay. Gut. Die Tür war verschlossen. Habe ich nicht irgendwann mal einen Schlüssel gefunden? It's locked. Alexa ruft Barry Burton an. Ich glaube, das kann Alexa gar nicht. Okay, sie könnte es. Alexa, aus. Schluss. Habe ich jetzt eure ganzen... Ich will den Namen gar nicht mehr sagen. Habe ich jetzt eure ganzen Roboterstimmen aktiviert versehentlich? Ich kenne das nämlich, wenn ich Streams gucke und jemand sagt den Namen und dann, ne? Nein, ich bin in die Nein, die Spinnen! Dieses Spiel, ey. Was war denn jetzt mein letztes Safe Game? Oh Gott, was war denn jetzt wirklich mein letztes Safe Game? Ernst, oder? Ah, da habe ich gerade mit dem Messer trainiert. Okay. Okay, ich muss jetzt Sachen ablegen. Ich muss irgendwie... Jetzt haben wir den Topf gar nicht gespeichert, oder? Ich gehe noch schnell die Zombies füttern. Ich gehe jetzt schnell die Zombies füttern. Und dann kann ich hoffentlich den Schallplattenspieler nehmen, weil ich ja den Topf Suppe nicht mehr habe. Ich schätze mal, oder? Das dürfte sich ausgehen. Und dann gehe ich in den tanzenden Geisterraum und lasse mich nicht von den Spinnen essen. Und dann lassen wir die Geister tanzen. Jetzt tanzen alle Geister, damit sie nicht zu Wirbeltornados werden. Lauf doch einmal, wenn ich doppelt klicke, bitte. So, alle bitte Platz nehmen. Das Essen ist angerichtet. Was wohl passieren würde, wenn ich ihn jetzt mit dem Messer hau? Ich mach's lieber nicht. Meine Punkt fing an, was vom Gemüse zu labern. Es ist teilweise so lustig, ne? Im Grunde ist... Nennen wir sie einfach mal... Hans-Peter, damit sie nicht reagiert. Hans-Peter ist manchmal einfach so nutzlos. Und versteht Sachen so und erzählt einem irgendwas. Ich habe eine Antwort auf wie sagt sie immer? Auf Google Ansatz. Google Ansatz gefunden. Ja. Da stellt man irgendeine komplexe Frage und dann heißt es, ich habe eine Antwort auf Google Ansatz gefunden. Oder Amazon Ansatz, ich weiß es nicht. Ja. Wie wird das Wetter morgen? Meine Google-Ansatz-Ermittlung hat ergeben, ja. Katzen drehen durch. So, was wollte ich machen? Wir holen jetzt den Schallplattenspieler. Beim Pirat rufen, da hinter dir ein dreiköpfiger Affe, kann ich leider nicht. Den Befehl habe ich leider nicht. Das wäre eine gute Idee. Okay, Geisterlady. Wir sind cool, oder? Ich speichere mal. Wenn ich den nehme, ist es okay, oder? Du wirst nur böse, wenn ich dir zu nahe komme. Okay. Die Streichhölzer kannst du behalten. Behalt deine Streichhölzer, alles gut. Ich habe meinen Schallplattenspieler. Jetzt muss ich nur den Geisterraum wiederfinden. Da ist die Bibliothek mit den... Skeletten mit dem pinken Nebelskelett. Warte mal, ich gehe komplett falsch, ne? Komm, raus mit uns wieder. Wir gehen da runter.
waren die tanzenden Geister? Ich glaube hier. It's locked. Super. Dieses Spiel wäre viel besser, wenn man einen Dino spielen würde. Ich weiß zwar nicht genau, woher das kommt, aber ja. Jedes Spiel wäre besser, wenn man einen Dino spielen würde. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Kein Widerspruch von meiner Seite. Oh, Stinky-Raum. Wo ist denn der Geistertanzraum? Ah, ist auch nicht der Geistertanzraum. Nein, warte, stopp! Piratenraum. Da gehen wir nicht rein. Oh, nein! Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Vor uns ist eine lila Box erschienen und hat uns gekillt und mein Rechner. Wow, wird gerade richtig laut. Bin ich noch online? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, der fängt sich nicht mehr. Da qualmt alles ab hier. Okay, Leute. Das war Eternal Darkness. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann machen wir für heute Schluss. Das Spiel hat offensichtlich keinen Bock mehr. Ich hätte noch eine halbe Stunde gemacht, aber... Oder wartet mal. Die Maus ist eingefroren. Ja, dann machen wir für heute Schluss, weil ich muss jetzt irgendwie den Rechner abschießen. Und vermutlich hört der Stream dann auf. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach mal von euch und versuche, dass ich das hier irgendwie zu Ende bringe, das Ganze. Ich sage schon mal Tschüss und wahrscheinlich werde ich gleich verschwinden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Bits und Subs und hab mich total gefreut, wirklich. Nächsten Dienstag um 18 Uhr geht's dann weiter mit Resident Evil 2. Bis dahin werden auf dem Kanal Let's Plays erscheinen, aber erstmal noch zu Resident Evil 4. Quatsch, 1. Und dann zu 2, wenn wir durch sind. Ich hätte jetzt eh nur noch eine halbe Stunde gemacht. So viel geht nicht verloren. Also, Dankeschön nochmal und bis bald. Es geht nichts mehr. Ich mache jetzt den Rechner einfach aus. Tschö. Wünscht mir Glück, dass er wieder angeht. Gute Nacht. Meine Güte.